Schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Einige müssen sich vielleicht noch setzen. Es sind ja noch reichlich Plätze frei. Zumindest sieht das von hier oben so aus. Oh Gott, jetzt wird das Licht sogar runtergedimmt. Das ist ja wirklich wie im Kino. Meine Damen und Herren, also nicht, dass Sie sich jetzt zurücklehnen und denken, Sie können hier in so einen Dämmerschlaf verfallen. Wir versuchen trotzdem, einen diskursiven Charakter der Veranstaltung aufrechtzuerhalten. Und von hier oben, vielleicht an die Regie, sieht schon sehr ungewohnt jetzt aus. Wir reden jetzt in eine schwarze, graue Masse, aber das tun wir gerne. Außer Bettina Gauss. Ja, herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung. Wir sprechen über die Frage, die offene Gesellschaft retten, unbedingt, aber wie? Und mir schwebt eine Drittelung der Veranstaltung vor. Ich würde gerne am Anfang über das Thema Angst und Verrohung des Diskurses sprechen. Wir müssen über die AfD sprechen, also darüber, was eigentlich gerade passiert in Deutschland. Im zweiten Drittel wollen wir dann versuchen, das Ganze so ein bisschen positiv zu wenden, damit das nicht hier alles fürchterlich traurig wird, und überlegen, welche Konzepte kann man eigentlich entwickeln. Gibt es Konzepte, wie man die liberale und offene Demokratie in Deutschland verteidigt? Und am Ende kommen dann Sie. Das heißt, wenn Sie das Gefühl haben, der Schulte stellt die entscheidende Frage nicht, dann notieren Sie sich die. Wir werden dann im dritten Drittel Zuschauerfragen zulassen und hier auch auf dem Podium diskutieren. Danach gibt es noch mal oben eine kleine Schlussrunde und dann sind wir hoffentlich alle ein bisschen klüger als jetzt. Ich darf Ihnen vorstellen, wen wir hier oben sitzen haben. Zu meiner Rechten sitzt Bettina Gauss. Die kennen vermutlich die allermeisten von Ihnen, zumindest die, die, wie ich hoffe, alle ein Taz-Abo haben. Das ist unsere politische Korrespondentin, Autorin, hat sehr viele, sehr kluge Bücher geschrieben, schreibt Essays, hat eine Kolumne in der Wochenendzeitung, die den Titel Macht trägt. Und also um nur ein Buch zu nennen, sie hat 2000 zum Beispiel eine Streitschrift über die Scheinheilige Republik, damit war Deutschland gemeint, geschrieben, in der sie den deutschen Parteien einen geradezu neurotischen Zwang zum Konsens unterstellt. Schön, dass du da bist, Bettina, hallo. Dann haben wir von mir aus gesehen ganz links Klaus Leggewi, Politikwissenschaftler und Direktor des Kulturwissenschaftlichen Instituts in Essen, außerdem Mitherausgeber der Blätter für deutsche und internationale Politik. Und Herr Leggewi hat sich im Grunde schon sehr früh mit dem Begriff Multikulti und multikulturelle Gesellschaft auseinandergesetzt, also hat zum Beispiel 1990 ein Buch geschrieben, in dem Spielregeln für die Vielvölkerrepublik stehen oder entworfen wurden. Vielleicht werden wir darüber noch sprechen, ob diese Spielregeln heute noch eingehalten werden. Schön, dass Sie da sind, Herr Leggewi. Dann haben wir direkt links neben mir Anton Hofreiter, den werden die meisten von Ihnen kennen, vielleicht aus dem Fernsehen, ist der Fraktionschef der Grünen im Bundestag, hat diese Position seit 2013. Er gehört dem linken Parteiflügel an, will Spitzenkandidat werden für die Bundestagswahl 2017, wenn alles klappt, wäre dann also Minister in einer schwarz-grünen Koalition. Herr Hofreiter, beachten Sie das laute Lachen. Herr Hofreiter ist übrigens promovierter Biologe, kennt sich also in jeder Hinsicht mit Artenvielfalt aus. Schön, dass Sie da sind, Herr Hofreiter. Und dann ganz rechts von mir aus gesehen, Jafar Abdul Karim, freue ich mich besonders, dass er bei uns ist, ist TV-Moderator der Sendung Shabab Talk. Das ist, läuft im arabischen Programm der Welle, hat, der Deutschen Welle, hat richtig viele Zuschauer, ich glaube ein paar Millionen. Und Herr Abdul Karim macht zum Beispiel einen Videoblog, wo er in migrantische Communities geht. Also zum Beispiel nach den sexuellen Attacken in Köln war er dann in Köln und hat wirklich mit arabischen Menschen geredet, wie die das eigentlich wahrnehmen, dass die deutschen Medien da plötzlich alles in einen Topf geworfen worden. Herr Abdul Karim war jetzt die letzten Wochen viel unterwegs in Jordanien, in der Türkei und wird ein bisschen berichten, wie vielleicht die Angst in anderen Gesellschaften grassiert. Toll, dass Sie da sind, Herr Abdul Karim. Ja, Bettina, die erste Frage möchte ich an dich richten. Ich hatte, wenn ich mir das letzte Jahr nochmal vergegenwärtige, dann hatten wir im Grunde eine großartige Willkommenskultur in Deutschland, die auch sehr gefeiert wurde. Wir beschäftigen uns ja seit
und seit dem vergangenen Sommer wirklich intensiv mit der Flüchtlingsthematik, auch in den Medien. Und dann ist aus meiner Sicht relativ schnell was gekippt. Also plötzlich greift Angst um sich. Natürlich gibt es die Willkommenskultur auch weiterhin, viele Menschen helfen, aber der mediale und politische Diskurs, wenn ich das mal so nennen will, der beschäftigt sich eigentlich nur mit Problemen von Flüchtlingen. Also wir hatten Asylrechtsverschärfungen, es gibt Herrn Seehofer, der moppert und man kommt ja als Linksliberale nicht mehr drum herum, die Merkel zu bewundern für das, was sie tut und durchhält. Und an dich vielleicht am Anfang mal die Frage, was hat dich eigentlich überrascht in diesem deutschen Diskurs? Überrascht hat mich und überraschen tut mich weiterhin die Tatsache, dass die Willkommenskultur ja nach wie vor weiter besteht. Also ich würde die nicht so schnell verabschieden, wie das eben angeklungen ist. Ich finde eindrucksvoll, dass trotz dieses unglaublichen Medienhypes um die AfD, anfangs auch um Pegida, aber im Moment vor allem über die AfD, dass trotzdem alle Meinungsumfragen konstant sagen, dass eine große, manchmal sogar überwältigende Mehrheit der Bevölkerung sagt, selbstverständlich muss man Kriegsflüchtlingen helfen, dass viele Leute es auch tatsächlich tun. Ich finde tatsächlich, also die Art und Weise, wie sich Massenmedien, und zwar ungeachtet ihrer politischen Couleur, von der AfD haben vor sich hertreiben lassen, ich weiß es auch, ich übe den Beruf seit Jahrzehnten aus, dass alles Neue interessant ist und dass man dann gerne darüber berichtet, aber das Ausmaß der AfD-Berichterstattung war schlechterdings lächerlich in meinen Augen. Es stand in überhaupt keinem Verhältnis mehr zu den Zahlen der Sympathisanten. Und wie gesagt, was mich überrascht hat, war, wie lange und wie konsequent die Mehrheit der Bevölkerung sich von diesem Medienhype nicht verrückt machen lässt, sondern sagt, ne, Kriegsflüchtlinge, und wir haben doch sowas unterschrieben wie die UN Flüchtlingskonvention und dabei ganz, ganz stark einfach auch bleiben. Insofern, ich bin gar nicht so wahnsinnig pessimistisch insgesamt, dass sich am rechten Rand irgendwann eine Partei formieren würde, wenn ich mich auch im Rest der Welt umgucke. Das hat mich jetzt auch nicht so wahnsinnig überrascht. Das war zu befürchten. Vielleicht eine ähnliche Frage nochmal an Herrn Leggewi. Sie haben Ende Januar in der FAZ einen Text verfasst, der hatte den Titel, ich will das jetzt nicht ausführen, der hatte den Titel Weg in den Angststaat. Und das war ein sehr pessimistischer Text. Also ich habe den gelesen und da wurde mir ganz anders. Das ist eine düstere Analyse. Es ist ja so, dass wir in Deutschland eigentlich uns in einer sehr luxuriösen Situation befinden. Also wir haben Haushaltsüberschüsse, wir wissen nicht, wohin mit dem Geld. Wir haben eine gefestigte Demokratie, wir haben eine funktionierende Medienlandschaft. Ich könnte jetzt weitermachen. So, und jetzt haben wir seit einem Jahr ein paar Flüchtlinge, die zu uns kommen. Und trotzdem ist der Diskurs so, wie er ist. Ja, ich verharmlose jetzt, natürlich ist 1 Million Menschen eine Riesenaufgabe. Woher kommt das eigentlich, dass die Angst auch in der bürgerlichen Mitte so präsent ist inzwischen? Also ich glaube schon, dass man sich Gedanken darüber machen muss, was am rechten Rand oder in der Mitte, das ist mir auch egal, wo man es jetzt verortet, Neues passiert. Es ist der dritte Versuch aus der CDU, dem bürgerlichen Lager eine Rechtspartei herauszuschneiden. Das war in den Mitte der 60ern so mit der NPD. Das ist 1969 knapp gescheitert, sonst wären die in den Bundestag gekommen. Die NPD hatte aber noch sehr viel Nazi-Geruch. Dann ist es erneut probiert worden in sozusagen der nächsten, wenn man so will, sozialpsychologischen Verunsicherung oder Irritation in diesem Land. Das waren die Republikaner, die Mitte der 80er auftauchten und die 1990 hier in Berlin und ins Europaparlament eingezogen sind und dann in der Versenkung verschwunden sind, wie die meisten populistischen oder rechtsradikalen Gruppierungen bei uns, einfach durch ihre eigene Unfähigkeit, weil sie sich selbst zerlegt haben, weil sie es einfach nicht bringen. Und ich denke, dass im Moment wir in einer ähnlichen Situation sind. Ich überschätze die AfD und auch Pegida nicht im Mindesten. Also die Taz-Schlagzeile 85% bleiben cool am Tag nach der Wahl in Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz, sie war gut. Denn 85% sind ja cool geblieben, sie haben die nicht gewählt. Das Problem ist nur, dass das keine Lebensversicherung ist, dass wir schon zweimal die haben untergehen sehen. Und wenn man sich so ein bisschen umtut, auch vergleichend vor dem Hintergrund der 60er und 80er Jahre, dann ist es jetzt schon, hat es schon eine neue Qualität bekommen, die ich gar nicht auf Deutschland nur konzentriere. Wir in Deutschland leben tatsächlich auf einer Insel der Seligen, auch was die Rechtspopulisten betrifft, so ein Phänomen wie Donald Trump, der eben einfach
spiegelt die Furcht einer weißen Mehrheit, zur Minderheit zu werden. Letztendlich läuft es alles auf ein völkisches Argument raus. Wir als Volk, das war schon Sarrazins Erfolg, Bucherfolg, ja, wir als Volk können uns gegenüber denen, die da neu kommen, schlecht zur Wehr setzen. Wenn Sie sich die Schriften der neuen Rechten angucken, dann ist es das Argument. Und der Punkt ist, dass diese Argumentation, so schlicht sie ist, dass sie eben zunehmend verfängt. Und ich habe den Artikel nicht Der Weg in den Angststadt genannt, sondern die Redaktion. Das eigentlich ist es ein Remake, ein Versuch der Aktualisierung dessen, was Theodor Geiger, ein Soziologe, 1930 mit dem Ausdruck beschrieben hat, Panik im Mittelstand. Und die ist nicht abhängig von realen sozioökonomischen Prozessen oder von der Zahl der Flüchtlinge, sondern die spiegelt eine sozialpsychologische Situation in diesem Land. Die Panik kann gerade dort ausbrechen, gerade dort, wo man noch sehr gut dasteht wirtschaftlich, wo man Steuerüberschüsse hat, wo man selbst 1 Million Flüchtlinge sich locker leisten kann und all diese Dinge. Also ich denke, das Phänomen hat sehr stark damit zu tun. Ich würde also AfD und Pegida nicht überdramatisieren, aber man muss schon ein Auge drauf haben, was passiert, zumal jetzt die europäische Dynamik die ist, dass wir im nächsten Jahr eine Präsidentin, wenn alles schief geht, in Frankreich haben könnten, die Le Pen heißt, dass der Putinismus immer stärker wird in Ost-Mitteleuropa. Also das heißt, Deutschland auch dort auf die Art und Weise deswegen unter Druck kommt, weil eigentlich das europäische Erfolgsrezept, was wir ja auch immer sozusagen mitverkörpern und von dem wir profitieren, dass das unter Druck gerät. Panik im Mittelstand, Herr Hofreiter. Ich lese Ihnen jetzt mal ein Zitat vor, was Sie wahrscheinlich nicht gerne hören. Ihr Parteifreund Boris Palmer hat im Spiegel gesagt, also er hat sozusagen eine Szene berichtet, die er in Tübingen erlebt hat, und da seien grün wählende Professoren auf ihn zugekommen, die sich um ihre blonden Töchter sorgten, weil jetzt 60 arabische Männer in der Nähe wohnen. Er hat sozusagen ausdrücklich das jetzt nicht selbst behauptet, sondern er hat berichtet und eine Szene wiedergegeben, die ihm da passiert ist. Haben auch Grünwähler Angst vor Fremden? Also Ihre Partei dachte ja lange, sie sei eigentlich immun gegen solche Geschichten. Also ich glaube, da ich schon sehr lange Politik mache, dass diesen arabischen, diesen Professor nicht gibt. Das ist eine klassische Figur, die in der Politik verwendet wird, wenn man etwas ausdrücken will, was sehr provokant ist, was gegen einen gewendet werden kann, dann legt man es jemand anderen anonym in den Mund, der sich sicher nicht dagegen wehren kann. Da muss ich das kurz festhalten. Sie sagen gerade, Herr Palmer hat sich das ausgedacht. Wie gesagt, es würde mich nicht im geringsten wundern, wenn er sich das ausgedacht hat. Ist wie gesagt etwas, was meiner Erfahrung nach das in der Politik total verbreitet. Das halten wir fest. Ich hoffe, jemand schreibt mit. Also das ist etwas, was meiner Erfahrung nach in der Politik total verbreitet ist, dass wenn man was sagt, wo man weiß, dass es wie gesagt eigentlich überspitzt ist, dann tut man so, als wenn man es nicht selber sagen würde, sondern legt es jemand einem besorgten Bürger in den Mund. Das habe ich schon so oft erlebt. Und wenn du dann nachfragst, auf welcher Veranstaltung war das denn und wie schaut es denn genau aus? Wie gesagt, ich lege nicht meine Hand dafür ins Feuer, weil ich es nicht weiß. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass das schon häufig passiert ist. Und ich kann dazu nur sagen, ich habe in den letzten Wochen und Monate unglaublich viele Veranstaltungen gemacht, auch in Baden-Württemberg, auch in Tübingen, in allen möglichen unterschiedlichen Regionen. Und ich habe sowas selber nicht ein einziges Mal erlebt, auch nur ansatzweise ein einziges Mal erlebt. Deswegen den besten Artikel, den ich jemals in den Medien gelesen habe, und das war genau einer zu den realen Verhältnissen, wie ich sie persönlich erlebt habe, das war in Spiegel Online ein Artikel, der hieß "Die CSU jammert, Bayern hilft", und da ist beschrieben worden, wie die Stimmung im Lande vor Ort wirklich ist, wie sich die Leute wirklich kümmern, wo die Probleme wirklich liegen und wo sie nicht liegen. Und deshalb, wie gesagt, ich glaube, dass, oder zumindest meiner Erfahrung nach,
es ist immer nur anekdotische Evidenz und man muss da total vorsichtig sein. Aber in diesen vergangenen Wahlkämpfen war ich total viel unterwegs. Ich war zum Beispiel in Kassel und da haben sie auch erzählt, ja, es gibt Probleme. Gerade in den Villenvierteln gab es Probleme. Und das Argument mit den sinkenden Grundstückspreisen, das habe ich in dem Ort, wo ich ursprünglich Gemeinderat war, erst gestern auch gehört von einem unserer Gemeinderäte, dass das vorgehalten worden ist. Aber im Großen und Ganzen sagen die Leute, naja, eigentlich bei uns läuft es total gut, Probleme gibt es woanders. Und ja, wo woanders? Ja, keine Ahnung, wir haben es in der Zeitung gelesen, dass es woanders Probleme gibt. Und ich war bis jetzt nur, und zwar wirklich nur, vielleicht gehe ich in die falschen Orte. Und ich gebe zu, im Lageso in Berlin gab es wirklich Probleme. Ich war allerdings, ich kann wirklich nur so sagen, ich war bis jetzt nur an Orten zu diesen Themen, wo mir gesagt worden ist, also wir kriegen es hin, aber in der Zeitung haben wir gelesen, im Rest des Landes muss es echt schlimm sein. Aber dann... Aber da möchte ich Ihnen wirklich persönliche Evidenz mal entgegenhalten. Also wenn Sie sagen, im Grunde haben Sie gerade gesagt, Fremdenangst existiert nicht in grünen Milieus oder kaum. Moment, jetzt kommt meine Frage. So, wenn Boris Palmer da sozusagen etwas, was er sich vielleicht selbst imaginiert hat, in fremde Munde gelegt hat, das mag sein. Aber es ist doch tatsächlich so, dass in linksliberalen, rot-grün affinen Kreisen ein Nachdenkprozess begonnen hat im letzten Jahr. Also ich kann Ihnen da Konferenzen aus der Taz sozusagen berichten. Wir waren im Kollegenkreis eigentlich alle der Ansicht oder immer der Ansicht, sozusagen Europa ist eine offene Geschichte, man muss sie auch offen verstehen. Wenn im Nahen Osten ganze Länder gerade vor die Hunde gehen, dann darf man das nicht ignorieren, dann ist es auch naiv zu glauben, dass diese Katastrophen an einem vorbeigingen. Aber trotzdem waren nach mehreren Monaten viele Kollegen der Ansicht, dass es so nicht weitergehen kann. Also dass man einfach nicht Jahr für Jahr 1 Million Menschen aufnehmen kann. Und das konkretisierte sich dann durchaus in Ängsten, die jetzt nicht mit blonden Töchtern zu tun hatten, aber mit Überfremdung, um diesen blöden Begriff mal zu nehmen, und mit was kommt da auf uns zu und was ist der Islam eigentlich für eine Religion. Das heißt, würden Sie abstreiten, dass es auch in linksliberalen, rot-grünen Milieus diesen Befund gibt, dass es vielleicht problematisch werden könnte? Nein, das will ich nicht abstreiten, aber es ist ein Unterschied, ob man aggressiv oder dumpf aggressiv auf Fremde oder als fremd wahrgenommene reagiert oder ob ich mir überlege, wie funktioniert die Integration von einer großen Zahl von Menschen, die mindestens in der eigenen Wahrnehmung und vielleicht auch tatsächlich nicht ganz so viel Übung haben mit einer Gesellschaft, wo sich Menschen mit großer Selbstverständlichkeit auf der Straße küssen. Also dass da eine gewisse Reflexion vorhanden ist. Ich meine, als andere würde ich sogar für eher etwas dämlich halten. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, naja, ich meine, in dem Milieu, das sich selbst linksliberal hält, dass da auch ein paar unangenehme Gestalten unterwegs sind. Naja. Ist nicht ausgeschlossen. Also finde ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so überraschend. Herr Abdul Karim, Sie füllen aus meiner Sicht einen blinden Fleck im deutschen Journalismus. Sie sprechen fließend Arabisch und Sie gehen auch immer bewusst wirklich, ich habe mir jetzt Ihre Sachen angeschaut vor der Veranstaltung, an Orte oder sozusagen nach Ereignissen an Orte, wo Menschen vielleicht eine persönliche Betroffenheit mit Themen haben. Also Sie waren in Köln und haben dort mit Arabern geredet nach den Attacken am Hauptbahnhof. Wie nehmen Sie die Diskussion in Deutschland wahr? Ist das hier, also sind wir eigentlich relativ cool, was ja jetzt hier so ein bisschen der ein Befund ist? Und vor allem, wie stellt sich das im Vergleich mit anderen Ländern dar? Sie waren ja jetzt gerade zum Beispiel in Griechenland, wo die Leute wirklich einen Grund hätten, sich ein paar Sorgen zu machen. Ich würde schon sagen, dass sich die letzten Monate was verändert hat in der deutschen Gesellschaft. Also, dass wir viel mehr über Integration diskutieren, über den anderen, der aus dem Ausland kommt, zu uns gekommen ist. Thema Flüchtlinge natürlich auch. Und das bewegt sehr viele Menschen, ich glaube nicht nur die Medien, also wir Medien schreiben viel darüber und berichten viel darüber, aber wenn man auch mit Menschen auch auf der Straße redet, im Privaten auch, merkt man, dass es doch die Menschen bewegt. Und das ist für mich auf einer Seite die deutsche Gesellschaft,
Auf der anderen Seite sind das auch die Fremden selber, wenn man sie jetzt fremd nennen kann, die neu zu uns gekommen sind, die neuen Bürger, die Flüchtlinge. Und auch gibt es nur noch die Migranten, die vorher hier gelebt haben. Und ich glaube, das ist so, diese drei Gruppierungen gibt es, wo viel darüber diskutiert wird. Und dann die Politiker. Ne? Die Politiker machen es auch manchmal so alleine untereinander und zeigen, wie toll jeder Einzelne von dem anderen ist. Aber ich weiß nicht manchmal, ob das wirklich lösungsorientiert ist und wirklich auch was bringt für die Debatte, für die Diskussion, für die Integration. Von der deutschen Gesellschaft aus, wie ich das erlebe, wenn ich mit Menschen spreche, ist, dass da eine Angst ist, eine Unsicherheit. Und diese Unsicherheit kommt halt von dem Unbekannten. Viele Leute, die zu uns gekommen sind, hat man vorher im Fernsehen also gesehen. Man hat sie gesehen, wenn man vielleicht in manchen Orten Urlaub gemacht hat. Und jetzt plötzlich sind das die Nachbarn. Es könnte der Bäcker sein, es könnte der Schüler sein, der mit einem Kind, also von einem Kind selber in die Schule geht und so weiter. Es könnte auch der Kommilitonin an der Uni sein. Die Migranten selber durch die letzten Diskussionen haben das Gefühl, okay, man hat das Gefühl gehabt, die letzte Zeit, man gehört doch zu Deutschland. Und jetzt gibt es doch eine Debatte, es gibt so eine andere Seite, wo man doch das Gefühl hat, vielleicht gehört man nicht dazu. Die Flüchtlinge auf einer Seite sind hierher gekommen, sie wollen in Sicherheit leben, sie wollen sich einfach mal ein Dach über den Kopf haben und sind plötzlich mit Themen konfrontiert, wo sie sich selber nicht dachten, dass sie jetzt sich damit auseinandersetzen müssen. Aber es ist letztendlich Fakt, dass sie doch, dass einige von Menschen Fremden Hass gegenüber haben oder auch sie diskriminieren und so weiter. Und das ist für mich gerade die Situation. Aber man muss auch sagen, dass diese Diskussion nicht nur in Deutschland ist. Also ich war jetzt vor 10 Tagen war ich auf Lesbos und habe auch mit vielen Griechen und mit vielen Flüchtlingen, natürlich ist das eine andere Situation, weil das ist noch eine Übergangsphase für viele Flüchtlinge, die dort ankommen, dass sie dann weiter doch nach Deutschland kommen möchten. Da ist auch eine Unsicherheit von den Griechen, die auf Lesbos sind, die helfen unglaublich, aber trotzdem auch Tourismus leidet, dementsprechend ist das eigene Leben vielleicht in Gefahr, das Geld, wie geht es weiter? Ich kam gestern gerade aus Jordanien, habe meine Sendung vor Ort produziert und ich habe das Thema mit jungen Leuten angesprochen, Arbeitslosigkeit. Ich hatte einen Vertreter von den Ministern für Arbeitsminister und der Vertreter meinte, ja, wir haben hohe Arbeitslosigkeit, weil es Flüchtlinge gibt. Also auch wieder ein Sündenbock gesucht, Flüchtlinge. Ich war im Satari, auch am Donnerstag, und habe mit vielen Flüchtlingen, also syrischen Flüchtlingen, ungefähr 80.000 Flüchtlinge leben in diesem großen Camp. Und viele haben da auch gesagt, sie werden auch angefeindet, auch von den Jordaniern selbst, ja. Ne, ohne jetzt zu pauschalisieren. Aber das gibt es auch. Davor war ich, das war letztens, also Samstag vor einer Woche, war ich an der syrischen-türkischen Grenze. Und wenn man auch mit den türkischen Behörden redet und auch Vertreter von, ich war in Kilis, das ist eine Stadt an der Grenze, da hat auch der Gouverneur und auch der Bürgermeister gesagt, wir müssen sehen, wie das mit der Integration klappt und wir haben Schwierigkeiten, die Syrer, die zu uns kommen, kennen unsere Kultur nicht, obwohl, wenn wir jetzt hier alle sitzen, von deutscher Perspektive aus, sind jetzt die Syrer, die Türken, alle, die in dieser Gegend sind, die sind eigentlich gleich und da gibt es keine Integrationsprobleme, aber da gibt es auch, also viele haben genau die gleiche Herausforderung, die wir zurzeit [S2] Ja. [S1] Auch jetzt haben, aber wir sind natürlich sehr Deutschland fokussiert. Wir schauen nur, was gerade hier passiert, aber wenn es vielleicht aus anderen Ländern Erfahrung gibt, Austausch gibt und so weiter, das könnte auch manchmal helfen. Bettina, wäre das nicht vielleicht erstmal eine schlichte Erkenntnis, dass die Angst vor dem Unbekannten oder vor dem Fremden etwas zutiefst Menschliches ist und dass es vielleicht deswegen gar kein spezifisch deutsches Phänomen ist, dass wir so bestimmte Sachen beobachten, die wir im Moment beobachten? Naja, also ich nenne es mal Sorge. Dass es eine Sorge gibt, kann ich beispielsweise auf Lesbos wirklich gut verstehen. Also ich kenne selber eine ganze Reihe Leute, die sagen, nee, da würden wir jetzt nicht hinfahren, das käme uns taktlos vor im Angesicht von so vielen Flüchtlingen, die es so schwer haben, da mich einfach in eine Kneipe zu setzen oder an den Strand zu legen. Das kann ich wahnsinnig gut verstehen, aber dass das für die Leute, die auf Lesbos vom Tourismus leben, nicht gerade die Antwort auf alle Gebete ist, kann ich auch gut verstehen. Ich würde nur, und natürlich ist es so, dass sich übrigens in allen Milieus der deutschen Gesellschaft die Leute im Moment, das ist ja auch klar, bei 1 Million Neuankömmlinge stärker als vorher mit dem Thema Integration, Grenzen der Integration, auch vielleicht besorgten Fragen auseinandersetzen. Aber ich würde dann doch den Begriff Angst oder gar Panik mal nicht so im Raum stehen lassen. Also das ist auch ein ziemlich alter Begriff, wenn jemand sagt, ich fürchte mich so, ich habe so Angst, dann traut man sich ja schon gar nichts mehr dagegen zu sagen. Wir erinnern uns alle am Anfang dieser Pegida-Demonstrationen, wo
bullige, kahlköpfige Männer, die für mich wirklich die in die Kameras brüllten, Lügenpresse, halt die Fresse, also angstgeschüttelt erkennbar, von Panik getrieben. Also ich finde, man sollte auch nicht jedes Mal den Leuten zubilligen, Angst zu haben und besorgt zu sein, wenn das, worum es wirklich geht, Ressentiment ist. Und ich denke, man muss auch ein bisschen vorsichtig sein damit. Natürlich entzündet sich das, und Sie haben ja recht, Herr Leggewie, dass das nicht der erste Versuch ist, eine Partei rechts von der Union ins Leben zu rufen. Aber man muss sich auch ein bisschen angucken, spezifisch auf Deutschland hingesehen, das hat nichts mit Jordanien zu tun, nichts mit der Türkei, nichts mit Griechenland. Aber auf Deutschland hingesehen ist dieses Ressentiment ja auch keine ganz neue politische Figur. Das hat halt bis 1989 und auch noch ein paar Jahre länger fabelhaft funktioniert mit dem Antikommunismus. Und in der bipolaren Welt wurde ganz viel Ressentiment einfach abgefangen, weil klar war, wo der Feind stand. Ich bin also, da bin ich nicht Ihrer Meinung, Herr Leggewie. Im Moment, Sie haben gesagt, das ist alles völkisch. Im Moment ist es das, das sehe ich auch so. Und im Moment sehen wir das auch bei Donald Trump, aber es könnte auch was anderes sein. Es fing auch an, Finanzkrise, Stichwort Griechenland, dieses Gefühl, wir zahlen immer nur für die und die Griechen sind so faul. Das hat natürlich, das kann man auch rassistisch nennen oder auch völkisch nennen, aber ich glaube, ein Grundressentiment, das es in jeder Gesellschaft gibt und das es in Deutschland auch eben nicht jetzt neu gibt, sondern seit Jahrzehnten gibt, das sucht sich immer ein Ventil, das gerade eben passt. Und der Antikommunismus war da früher extrem nützlich. Herr Leggewie, ich das möchte noch eine Frage hinterher schicken. Sie können jetzt reagieren sofort. Mich würde bei Ihnen gerade auch noch mal interessieren, glauben Sie, dass es im linksliberalen oder rot-grün im weitesten Sinne Milieu eine Art neue Erkenntnis gegeben hat in Bezug auf das Fremde? Ich frage Sie deshalb, weil Sie sehr früh, sehr nüchtern über die Multikulti-Gesellschaft geredet haben. Das war ja auch lange so ein ideologischer Wert an sich. Man muss dafür sein. Als Linker, jetzt ist es vielleicht nicht mehr so, Fragezeichen, aber gerne auch die Antwort. Also der Ausdruck Multikulti wurde damals importiert von einer amerikanischen Jazzband, von Don Cherry. Deswegen haben wir den gewählt. Nicht, weil wir befürchtet haben, was daraus alles werden könnte. Das war für 6-7 Monate ein Schmusewort. Wir waren alle Multikulti und schon wurde es ein Hasswort. Übrigens auch im linksliberalen Milieu, weil damit etwas identifiziert wurde wie vollständiger kultureller Relativismus, Auflösung von allem Verfassungspatriotismus. Das ist alles Unsinn. Also die Dinge, die Ende der 80er, Anfang der 90er geschrieben wurden, also Heiner Geißler, Deine Kuhn-Bendit, Meine Wenigkeit, das waren alles Gesellschaftsverträge auf der Basis eines neuen Staatsbürgerschaftsverständnisses. Und darum geht es, dass man Demos nicht völkisch, ethnisch, sondern eben demokratisch definiert, wie es eigentlich seit 1789, 1848 und seit 1949 sogar bei uns definiert wurde. Und das ist die eine Geschichte, auf die wir heute auch Wert legen müssen. Also wenn immer dauernd geredet wird, die müssen unsere Werte respektieren, die müssen mal so werden wie sie. Ja, diesbezüglich stimmt das. Diesbezüglich müssen die so werden wie wir. Nur, dass wir zu einem ganz großen Teil, das sieht man bei Pegida, dem auch nicht zu folgen bereit sind. Ich möchte was sagen zu dem linksliberalen Milieu. Da wurde ja eben der Name Palmer in den Raum gestellt. Ich will aber ihn jetzt, ich glaube nicht als Teil des linksliberalen Milieus. Bitte, Hans-Wie? Das wäre eine Definitionsfrage. Da können wir auch gleich Herrn Hofreiter noch. Ich habe es leider, ich hab's leider gar nicht verstanden, aber es war ja lustig. Ich möchte was sagen zu dem Boris Palmer. So eine Ausdrucksweise, wie er sie gebraucht hat, die ist ja ziemlich durchtrieben. Der Kerl weiß ja, was er sagt. Das heißt, er führt diesen deutschen Professor an. Ich bin jetzt auch deutscher Professor und ich habe sogar eine blonde Tochter. Ich habe es aber nicht gesagt, also ich war es nicht. Was meint er damit? Und darüber reden wir jetzt ein bisschen über das, was in der Gesellschaft los ist. Als deutscher Professor, ob mit blonder oder ohne blonde Tochter, kriegst du mittlerweile aus dem Milieu, über das wir hier reden, ob wir das Panik, Angst, sonst was, ist mir völlig egal. Wut, habe ich auch schon mal gesagt. Ressentiment ist genau der richtige Ausdruck. In diesem Milieu gibt es ein Ressentiment gegen alle, die hier sitzen, per se, so wie ihr seid. Lehrer, Hochschullehrer, Journalisten, Stadtplaner, was auch immer ihr seid. Es gibt ein Milieu in Deutschland, kürzlich bei der Buchmesse in
mit der Straßenbahn gefahren und wir haben uns unterhalten, war der Peter Unfried dabei und plötzlich bellt mich einer und sagt, Zecke! Ich kenne das, ich kriege Mails dieser Art, ich kriege auch in der Woche mindestens eine Morddrohung oder sonst, das ist normal. Aber, dass jemand ein solches Ressentiment gegen ein bestimmtes Milieu aufbaut, das ist der Hintergrund, was da in Tübingen sozusagen sich jetzt Bahn bricht. Er möchte gewissermaßen mal die Multikulti-Freunde, die immer schön Wetter-Multikulti waren und die jetzt mal sehen, wie es ist, die möchte er vorführen. Das ist dieser grüne Hang zur Beschmutzung des eigenen Nestes. Das ist da ganz mächtig zum Tragen gekommen. Und das ist relativ unbeachtlich, würde es nicht exakt das Ressentiment spiegeln, was wir ständig erfahren. Nämlich als Angehörige einer halbwegs begüterten und es sich gut gehen lassenden Mittelschicht, ne, die nicht weiß, was da unten los ist. Und darauf muss man gucken. Vor einem Jahr haben wir hier gesessen, exakt an dieser Stelle, mit Heinz Bude und anderen, und haben über das geredet, was die populistische Bewegung auch stark macht, nämlich ein völlig verdrehter, an die falsche Adresse gegangener Antikapitalismus. Das heißt, hier ist eine Angst vor kapitalistischer Globalisierung. Die Globalisierung kommt jetzt zurück. Ja? Wir fahren nicht nur in Urlaub und gucken uns die Fremden an. Plötzlich stehen sie hier. Was erlauben Syrer? Ja? Und jetzt ist sozusagen die Welt wirklich offen. Und das ist genau, was Trump massiv reproduziert und repräsentiert, nämlich dieses, die Weißen schauen nicht mehr gerne auf das, was in der Welt passiert und machen mal dicht. Deswegen sollen gar keine Muslime mehr in die USA kommen, deswegen will man gar kein TTIP, deswegen will man überhaupt nichts, was einen irgendwie beunruhigt. Und ich denke, dieses jetzt sehr atmosphärisch, anekdotisch eingefangene, das muss man verstehen. Und das hat etwas Panikartiges, Frau Gauss. Das ist etwas Panikartiges. Und das heißt ja nicht, dass Verstehen entschuldigen heißt oder gut finden oder dem nacheifern aller, wer auch immer. Ja? Ich möchte noch einen Punkt sagen, damit wir vielleicht irgendwann zu diesem Hoffnungsteil kommen, den Sie uns angesprochen hatten. Nur kommen ganz wir, kurz. Kommen wir, ja, natürlich. Ich möchte, nach dem, was eben gesagt wurde, noch dass nicht. Jetzt plötzlich in Deutschland Einwanderer sind, ich bin gleich fertig. Wir haben eine fantastische Erfolgsgeschichte der Migration. Und die lassen wir uns von AfD und Pegida bitte nicht ausreden. Die Bundesrepublik ist seit den frühen 50er Jahren, beginnend mit den Heimatvertriebenen, großer Protest, eine Einwanderungsgesellschaft. Wir haben es in mehreren Wellen sozusagen geschafft, ganz fremde Menschen, das fing an bei den Heimatvertriebenen, ging dann weiter mit den Gastarbeitern, ging weiter mit den Asylwerbern. Wir haben eine im Prinzip gelungene Erfolgsgeschichte. Und die jetzt sozusagen in dem allgemeinen Pegida- und AfD-Gerede sozusagen aufzugeben, wäre von uns der größte Fehler. Wir haben Erfahrungen mit Einwanderung gemacht und genau darauf können wir jetzt aufbauen. Und deswegen muss diese Willkommenskultur keine werden, die nur in der Zivilgesellschaft sozusagen geleistet wird, geleistet, sondern die jetzt im institutionellen System unserer Republik, von der Kommune bis zum Bund hinauf, auch mal wiedergespiegelt gehört. Die Willkommenskultur ist eine Ausrede für viele Politiker, irgendwas zu machen. So, ich gucke jetzt schon ständig auf die Uhr, damit wir rechtzeitig in den positiven Teil der Veranstaltung schwenken. Herr Hofreiter, noch eine etwas traurige oder depressiv anmutende Frage vielleicht an Sie. Ich möchte Sie auch noch mal nach der AfD fragen, weil die sind ja für Sie ein Mitbewerber. Natürlich gibt es da sozusagen wenig Gefahr für die Grünen, da wirklich relevant zu verlieren. Es gab übrigens Überläufer in Baden-Württemberg, sogar eine erkleckliche Anzahl, die nicht mehr Grün, sondern AfD gewählt hat. Da würde mich mal interessieren, was waren das eigentlich für Leute? Und also ist das auch eine Projektion oder gab es die wirklich? Und das Zweite, was ich Sie fragen wollte, Herr Leggewi hat ja jetzt gerade schon so ein bisschen versucht zu umkreisen, was eigentlich das Erfolgsgeheimnis dieser Rechtspopulisten darstellt. Wie würden Sie das beschreiben? Also was steckt hinter dem Phänomen AfD? Also erstmal zu der Frage, ja, die gab es. Und ich war ja mal Vorsitzender vom Verkehrsausschuss und habe auch davor schon lange Verkehrspolitik gemacht. Und ich weiß nicht, ob Sie schon mal in so einer klassischen verkehrspolitischen Veranstaltung waren. Ich weiß nicht, ob jemand hier auf dem Podium oder hier... Schnelles Handzeichen wäre bei Hofreiter mal in einer klassischen verkehrspolitischen Veranstaltung. Einer. Nicht sehr viele. Deshalb, ich kann Ihnen sagen,
Ich meine, es waren so 70.000. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich sie alle persönlich kenne, aber ich kenne den Typus. Und ich kann mir lebhaft vorstellen, wer das war. Das waren überwiegend männliche, technisch interessierte Politik generell, weil Demokratie als zu komplex wahrnehmend, als bescheuert ablehnend, den Menschen, die uns damals gewählt haben, weil wir gegen Stuttgart 21 waren und für sie das damals dominierende Thema war für die Wahlentscheidung und sie eigentlich gerne eine Expertokratie hätten, wo es diesen blöden Parteienstreit, wo es keine eindeutige Wahrheit gibt, wo man dieser oder auch jener Meinung sein kann, endlich nicht mehr gibt und man einfach technisch feststellt, was die technisch richtige Lösung ist und wenn dann die technisch richtige Lösung gefunden ist, dann wird diese technisch richtige Lösung exekutiert. Diese Menschen waren das. Wir haben normalerweise solche Wähler nie, nicht die wählen. Nicht, die wählen normalerweise Grün nicht, die sind ihnen viel zu langhaarig, viel zu feministisch, viel zu weiblich, viel zu homosexuellenfreundlich, viel zu laberig, Diskurs und lauter so Zeugs. Das finden die als scheiße, um es ganz offen auszusprechen, aber in dem Fall waren die einfach mal unserer Meinung, weil sie gesagt haben, die sind gegen Stuttgart 21, was technisch Quatsch ist, was auch technisch Quatsch ist und die sagen das ganz offen und deshalb wählen wir die und das war das dominante Thema. Alles und die klar. Sind jetzt ja. Einfach weg. Dann die Frage jetzt AfD. Zwei Sätzen das Erfolgsgeheimnis der AfD. Das Erfolgsgeheimnis der AfD. Ich glaube, die Frage ist schon falsch gestellt, wenn man das Erfolgsgeheimnis der AfD nimmt. Nämlich, wenn wir uns mal die alten Studien von Heidmeier anschauen, dann wissen wir eigentlich, dass wir seit Langem ein Problem mit Ressentiment in Deutschland haben. Wir haben 5-6%, regional auch mehr, regional auch manchmal weniger, Menschen mit geschlossenem rechtsextremen Weltbild. Wir haben zwischen 12-18% Menschen, die ausländerfeindlich sind und so weiter und so fort. Also wir haben eine Gruppe von Menschen, die in den letzten Jahren politisch, außer vielleicht von dem einen oder anderen seltsamen Gestalt in der Wahrnehmung des politischen Diskurses wie Erika Steinbach oder Teilen der CSU, überhaupt keine öffentliche Repräsentanz hatten. Diese Leute gab es schon immer. Dann, glaube ich, gibt es einfach einen Teil von Leuten, und das sieht man auch, wenn man sich die Auswertungen in Brandenburg anschaut, vom Statistischen Landesamt, dass nämlich die AfD überwiegend gewählt worden ist in Eigenheimsiedlungen. Also Leute, die einfach so ziemlich das zutrifft, was Herr Legge wie gesagt hat, die einfach so Angst um ihren Besitz haben. Die irgendwie diese komplexe, globalisierte Welt, wo auch die Armut theoretisch in den Mittelstand einbrechen kann, nicht mehr verstehen und die sowieso so gewisse Ressentiment, Nähe haben und die da Panik haben. Dann, glaube ich, gibt es auch einen Teil von Leuten, und ich meine, die einfach völlig irrational wählen. Und wenn man sich anschaut, dass bei den Arbeitern in Baden-Württemberg 37% AfD gewählt haben, eine AfD, die zumindest damals noch komplett neoliberal war, da ist ja die Front National viel, viel klüger in Frankreich. Die kombinieren ja linke Sozialpolitik als exklusives Modell für den völkischen Franzosen. Und ich glaube, dass diese Leute sozusagen dieses Modell im Kopf hatten und gar nicht bewusst war, dass eigentlich die AfD neoliberal ist. Ich glaube, richtig gefährlich kann die AfD werden, wenn sie das Modell Front National übernimmt. So, jetzt leite ich langsam und vorsichtig, ohne dass es jemand merkt, in den positiven Teil der Veranstaltung über. Herr Abdul Karim, Sie kriegen jetzt dazu die erste Frage, das ist eine dankbare Aufgabe. Mich würde mal interessieren, als jemand, der sich jetzt zum Beispiel nicht in der Flüchtlingshilfe organisiert oder der wenig mit Geflüchteten redet, weil ich ein kleines Kind zu Hause habe und einen anstrengenden Job, also ich schaffe es einfach nicht. Was wollen die Menschen, die zu uns kommen? Also Sie haben wirklich viele Gespräche geführt, Sie waren in den Unterkünften unterwegs, Sie kennen die Leute, die in Griechenland noch darauf warten, nach Europa zu kommen. Was sind die Hoffnungen, was sind die Träume? Erzählen Sie vielleicht mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich glaube, das Allerwichtigste, was die Menschen wollen, die zu uns nach Europa, nach Deutschland kommen, ist Sicherheit. Sie fühlen sich bedroht, sie haben Angst, sie haben Teile ihrer Familie verloren,
Sie haben auch ihr Haus verloren. Sie können da, wo sie leben, nichts mehr anfangen. Es gibt keine Perspektive mehr. Sie wissen nicht, wie sie morgen überleben. Und das höre ich jetzt auch, wo ich jetzt in Jordanien, in der Türkei war, habe ich das auch immer wieder gehört. Und Anfang Dezember war ich im Libanon, genau das Gleiche. Dann kommen sie hierher und sehen natürlich Hoffnung, dass es besser sein kann, dass sie auf jeden Fall in Sicherheit leben. Sie kommen hier an, sie fühlen sich erstmal sicher, also sie haben einen Platz, wo sie schlafen können. Sie wissen, dass niemand einfach so die Tür aufmacht und vielleicht jemand erschießen würde. Sie wissen, dass vielleicht jetzt da, wo sie genau leben, keine Rakete kommen würde, sondern sie sind in Sicherheit. Und viele, mit denen ich spreche, denken gar nicht so, wie wir selber über die Flüchtlinge denken. Wir denken jetzt schon so, nehmen sie unsere Werte an, werden sie sich hier integrieren, wie finden sie Deutschland? Die sind viel zu viel mit sich selbst beschäftigt, erstmal Lageso sich anzumelden, zu registrieren, dann überhaupt auch in diese neue Umgebung klarzukommen, überhaupt auch wissen, wo sie Brot bekommen, wo sie was zu essen bekommen. Und das ist so die Anfangsphase. Und sie erwarten natürlich erstmal, dass sie, also sie erwarten, was sie nicht erwarten, dass jemand ihnen was Schlechtes sagt oder dass es Leute gibt, die gegen sie sind, weil das können sie nicht verstehen. Sie haben das Gefühl, sie sind hierher gekommen, um diese Sicherheit zu haben. Und dann, wenn es weitergeht, dann fängt man an mit der deutschen Sprache, mit dem Integrationscode und so weiter und so fort. Aber es ist doch nicht so, wie wir, also ich finde es immer spannend, wenn ich immer wieder höre, wie nehmen sie die Werte an, und dann rede ich mit den Leuten, bekommt ihr das mit? Und dann sagen viele, nee, also wir sind echt beschäftigt erstmal, dass wir hier überhaupt klarkommen. Und das hier schon fängt die Diskrepanz an, die wir überhaupt jetzt erleben. Das heißt, wir reden viel zu viel über die Flüchtlinge und wir tun so, wir wissen es besser, die Politiker haben 1000 Vorschläge. Ich glaube, ich weiß nicht, Anfang November hat man über Transitzonen gesprochen. Ich weiß nicht, wo das jetzt mittlerweile ist. Und da gab es eine Woche, zwei Wochen Schlagzeilen zu dem Thema. Und dann gab es wieder Angebote, auch was man machen kann. Und das kommt bei vielen Flüchtlingen gar nicht an, weil sie sich erst mal zurechtkommen würden. Und das ist für mich halt so ein großes Fragezeichen. Was wollen wir eigentlich? Sind wir wirklich daran interessiert, dass diese Flüchtlinge, dass diese neuen Bürger, die zu uns gekommen sind, sich hier integrieren und langfristig ein Teil von Deutschland sind? Oder sind wir nur jetzt daran interessiert, was die letzten Monate passiert ist, dass die Landtagswahlen, die Ergebnisse für jede einzelne Partei gut sind, dass die Medien, jeder von den einzelnen Medien mehr Klicks kriegt, mehr die Talkshows mehr Zuschauer kriegen, weil die alles sehr, sehr zugespitzt diskutieren? Und ja, das sind so für mich sehr viele Fragen, die ich jeden Tag wieder in der Gesellschaft suche, hier und auch in den Ursachenländern, damit ich auch besser verstehe, warum kommen die Leute auch zu uns. Bettina, ich möchte eigentlich nicht über Horst Seehofer reden heute. Das hatte ich mir vorgenommen. Haben Sie schon? Ich versuche es mal an ihm vorbei. Eigentlich müsste doch die Aufgabe, wenn man zugrunde legt, das, was Herr Abdulkarim gerade geschildert hat, müsste doch die Aufgabe einer deutschen Bundesregierung sein, der Bevölkerung in irgendeiner Art und Weise Lust auf das Zusammenleben mit diesen Menschen zu machen. Wie beurteilst du die Performance der Bundesregierung und was macht sie da vielleicht falsch? Also jetzt bin ich, was mir gar nicht so oft passiert, wirklich einen Moment sprachlos, weil ich lausche dem noch nach, dass es die Aufgabe der Bundesregierung ist, der Bevölkerung Lust auf das Zusammenleben zu machen. Nee, das finde ich nicht die Aufgabe der Bundesregierung. Ich finde die Aufgabe der Bundesregierung... Ich präzisiere es. Okay. Wir haben einfach fast 1 Million Menschen hier. Davon werden bestimmt 600.000 hier bleiben. Also das heißt, wir sind einfach mit einem Faktum konfrontiert, was man im Grunde ja nicht loswerden kann. Und wenn das so ist, muss Politik mit Realitäten umgehen, die da sind. Naja, ich habe... Lust ist natürlich ein falscher Begriff, aber sozusagen es wäre im Grunde doch jetzt Zeit, dafür zu sorgen, dass die Bevölkerung sich auf ein gedeihliches Zusammenleben einstellt mit diesen Menschen. Ja, natürlich wäre es das. Nur das ist nicht nur die Frage des Lustprinzips. Das ist zunächst mal auch eine schlichte Geldfrage. Also es müssen mehr Stellen geschaffen werden, es muss mehr Geld in die Hand genommen werden. Ich finde das sehr, sehr eindrücklich, was Sie sagen. Und ich glaube, das ist auch richtig und legitim, dass Geflüchtete erstmal sehr stark mit sich selber beschäftigt sind. Und übrigens auch, wenn ich das noch kurz vorab sagen darf, das ist auch legitim. Ich finde, diese Wertedebatte geht zum Teil in eine völlig falsche Richtung.
wenn man sich anguckt, Thomas Mann hat im US-amerikanischen Exil gesagt, und das war positiv gemeint, wo ich bin, ist Deutschland. Der wäre fassungslos gewesen, wenn man ihm gesagt hätte, er möge jetzt mal die amerikanischen Werte annehmen und sich ganz wahnsinnig integrieren in die von ihm in weiten Teilen stark verachtete Kultur der USA. Es hat eigentlich immer auch, also wenn wir uns angucken, die Emigrantengeschichten, die Emigrantendebatte, der Emigrantendiskurs während des Nationalsozialismus, was die deutsche Emigrantenszene damals versucht hat, das war nicht deren erstes Ziel und deren erstes Anliegen, sich möglichst schnell in Großbritannien, in der Schweiz, in den USA oder wo auch immer zu integrieren. Die haben versucht, von ihrer Kultur und ihrem Umfeld so viel zu retten, wie irgendwie möglich war. Es wäre auch ganz schön, wir könnten uns daran mal erinnern, wenn die Leute sind noch gar nicht richtig angekommen und schon reden wir darüber, wie sie unsere Werte übernehmen, finde ich auch ein bisschen problematisch. Ich bin auch nicht so sicher, also vielleicht hast du recht, dass 600.000 bleiben. Vielleicht bleiben auch am Ende sogar mehr, weil noch hoffentlich ist ja vielleicht trotz dieses unsäglichen Abkommens mit der Türkei der eine oder andere hierher schafft. Aber ich bin auch da nicht sicher. Die Frage, wenn man sich anguckt nach den Bosnienkriegen, sehr, sehr viele Leute wollen zurück. Also es ist die Frage, gibt es irgendeine Friedensperspektive, wenigstens für Rumpfsyrien, wo man natürlich dann auch wieder bei der Ursachenbekämpfung ist, also eine friedliche Lösung für ganz Syrien in überschaubarer Zukunft, glaube ich nicht. Aber mal gucken, wie. Ich denke, wenn man die 1 Million Leute fragen würde, ihr könnt in ein friedliches Syrien zurückkehren, dann würden hier nicht 600.000 bleiben. Stopp. Ein friedliches Syrien werden wir vielleicht in den nächsten 10, 20 Jahren nicht erleben. Das ist ja das Problem. Ja, klar. Nur insofern halte ich auch alle Zahlen im Moment für spekulativ. Das muss man gucken. Nur was ich meine mit Geld in die Hand nehmen, ist beispielsweise, wir sprachen im ersten Teil der Debatte über Sorgen und Ängste, in dem Fall tatsächlich Ängste, von Leuten, die müssen gar nicht ausländerfeindlich sein. Wenn ich jetzt eine Tochter hätte, die in die Grundschule kommt und ich würde wissen, dass dort ein hoher Prozentsatz von Kindern ist, die nicht muttersprachlich Deutsch sind, dann wäre ich nicht entzückt, weil es die Zukunftschancen meiner Tochter aus meiner Sicht schmälern würde. Das heißt, während ich nicht der Meinung bin, dass die Geflüchteten jetzt als erstes unsere Wertekategorien übernehmen sollten, bin ich schon der Meinung, dass natürlich Geld in die Hand genommen werden muss, damit zumindest die Kinder so schnell wie irgend möglich Deutsch lernen können. Anders funktioniert das nicht nur nicht mit der Integration der Geflüchteten, sondern anders wachsen natürlich auch die Probleme innerhalb der Gesellschaft. Und da ist zwar einiges passiert, aber solange die schwarze Null immer noch das große Ziel ist und wir sagen, ausgeglichener Haushalt ist das Wichtigste schlechthin, ich glaube, dass das nicht durchzuhalten ist im Zuge der Flüchtlingsdebatte, ist mir das sehr viel wichtiger, dass sich die Bundesregierung von diesem, wie ich finde, absolut veralteten Ideal angesichts der konkreten Situation verabschiedet, als dass sie mir Lust macht auf das Zusammenleben mit Geflüchteten. Das mache ich mir selber. Ja. Abdul Karim, Sie wollten direkt reagieren. Denn ich glaube, was auch wichtig ist, auch wenn ich jetzt mit vielen Flüchtlingen spreche, aber auch mit der deutschen Gesellschaft, ist, dass wir die Flüchtlinge, die zu uns gekommen sind, einen Teil unserer Gesellschaft machen, damit sie sich auch einen Teil von Deutschland fühlen. Das ist erstmal das, dieses Gefühl, dass wir letztendlich das auch akzeptieren. Sie haben auch gesagt, es gibt Fakt, dass eine Anzahl von Flüchtlingen zu uns gekommen sind. Und diese Akzeptanz, dass die Leute jetzt faktisch nach Nummern hier bei uns sind, gibt es immer noch viele, die das noch nicht akzeptieren. Und solange wir sagen, nee, die sind nicht und gehören nicht zu uns und es können nicht ein Teil sein, irgendwann gehen sie zurück. Es kann sein, dass sie vielleicht doch länger bleiben, es kann sein, dass die das doch zurückgehen. Aber die Voraussetzung muss natürlich sein, dass sie rechtzeitig, dass wir mit ihnen zusammen, also dieses Über, also immer wieder mit ihnen zusammen, rechtzeitig zu viele Deutschkurse anbieten, Integrationskurse anbieten, weil damit sie es auch verstehen, wo bin ich jetzt gerade, was passiert in dieser neuen Gesellschaft, was sind die Voraussetzungen, damit ich auch überhaupt hier klarkomme. Weil letztendlich sind das viele Menschen, die einfach nur den geografischen Punkt verändert haben. Also die haben vorher in einer Stadt gelebt und jetzt innerhalb von ein paar Tagen sind sie jetzt total in einer anderen Stadt, aber die sind noch immer die gleichen, die wissen ja nicht, was ihnen erwartet hat. Und umso mehr ist es für uns auch wichtiger in der Gesellschaft, wenn wir wirklich daran interessiert sind, dass sie ein Teil unserer Gesellschaft sind, dass wir mit ihnen rechtzeitig auch, ich würde jetzt nicht sagen an die Hand nehmen, aber dass wir doch proaktiv
in den Flüchtlingsheimen, in den Flüchtlingslager, auch in den verschiedenen Schulen mit ihnen gemeinsam schafft, das tun. Und was mich selber sehr beeindruckt ist, natürlich gibt es sehr vieles, was negativ ist, jetzt in den Medien steht, aber ich glaube, die richtigen Helden und die Menschen, die immer einen wieder beeindrucken, sind die Ehrenamtliche, die gerade das unglaublich viel machen. Das sind für mich so der Ersatz für alles. Die schaffen es am besten, die machen es einfach, die reden mit den Menschen und nicht philosophieren und diskutieren über die Menschen. Und das ist auf jeden Fall, was zurzeit sehr, sehr hilft. Ihr Applaus. Herr Hofreiter, an Sie die Frage auch nochmal. Sie sind der einzige Politiker in der Runde. Also Sie können wirklich Dinge anschieben. Nicht so richtig gerade, aber ab 2017. Was muss passieren? Was muss passieren, damit sozusagen die Situation in Deutschland gut und gedeihlich läuft? Also wir haben jetzt schon gehört, mehr Geld, klar, das sagt die SPD auch. Wir haben gehört, Integrationskurs, also man muss sozusagen jetzt wirklich in die Flüchtlingsheime rein und den Leuten das Gefühl geben, dass sie hier willkommen sind. Gibt es vielleicht noch ein, zwei Sachen, die den Grünen einfallen? Also? Ich glaube, man muss sich erstmal darüber im Klaren sein. Zum Teil läuft die Debatte ja so, als wenn das Einwanderer wären, die einfach kommen, weil sie Lust hatten, nach Deutschland zu kommen. Also das ist erstmal der erste Punkt, den man sich klar machen muss. Ey, das sind Leute, die aus dem Krieg fliehen und die kommen gar nicht freiwillig hierher, sondern die haben einfach eine scheiße Angst und haben einfach Schreckliches erlebt in ihrer Heimat. Ich glaube, das ist mal der erste Punkt, den man sich bewusst machen muss, nämlich wenn es dann immer so heißt, ja, die müssen jenes, das wirkt so, als wenn es Leute wären, die sich überlegt haben, so, bei uns zu Hause ist es nicht so toll. Ich glaube, ich wandere jetzt nach Deutschland aus, weil ich da ein bisschen mehr Geld verdiene. Ich glaube, das ist schon mal der erste Grunddenkfehler, der in dieser Debatte überwiegend herrscht. Und ich glaube, diesen Grunddenkfehler muss man erstmal beseitigen, um vernünftig damit umzugehen und zu vernünftigen Maßnahmen zu kommen. Dann der nächste Punkt ist, Sie haben ja gefragt nach der Performance der Bundesregierung. Ich glaube, eins der großen Probleme der Bundesregierung ist, dass sie sich nicht entschieden hat, wirklich als Bundesregierung, wie sie mit dem Problem gedenkt, umzugehen. Wir haben auf der einen Seite weite Teile der SPD, wir haben auf der anderen Seite den Merkel-Flügel innerhalb der Union, um es jetzt mal ein bisschen vereinfacht darzustellen, die sagen, ja, wir packen die Herausforderung an und versuchen, das Problem im positiven Sinne aufzulösen. Und wir haben auf der anderen Seite die CSU und den rechten Flügel der Union, die mit symbolischen, zum Teil unwirksamen, zum Teil den Menschen das Leben real schwer machenden Maßnahmen im Grunde die Debatte verrückt machen und verhindern, dass man zu sinnvollen Maßnahmen kommt. Und jetzt bin ich ja ein ganz großer Freund davon, dass man zum Beispiel nie die Politik sagt. Nämlich das Reden von der Politik spielt in meinen Augen immer der AfD oder Rechtspopulisten in die Hände. Nicht in einer pluralen Demokratie gibt es die Politik nicht. Die Politik gibt es nur in einem Obrigkeitsstaat. Sagen Sie noch mal ein, zwei sinnvolle Maßnahmen, die aus Ihrer Sicht notwendig wären. Sie haben jetzt sozusagen die Regierung kritisiert, das ist Ihr Job, Sie sind Oppositionspolitiker, aber was ist aus Ihrer Sicht? Nee, das war erstmal die Analyse, warum es, glaube ich, so schwierig läuft. Und solange das die Situation ist, werden wir große Probleme haben, das hinzukriegen. Was in meinen Augen, wie gesagt, dringend notwendig wäre, als allerersten Schritt eine Regierung, die sich darauf einlässt, als Gesamtregierung auf die Aufgabe als solches. Ich weiß nicht, wie das zu bewerkstelligen ist mit der CSU und mit dem rechten Flügel der Union, aber das ist Problem der Union. Das wäre allerdings die erste Grundvoraussetzung, die notwendig wäre. Dann, was wären als Maßnahmen notwendig? Na, als Maßnahmen wären einfach viele Klassiker notwendig. Wir bräuchten zum Beispiel einen vernünftigen Sozialwohnungsbau. Ich meine, den hätte man schon notwendig gehabt, ganz unabhängig davon, ob Geflüchtete zu uns kommen. Aber das heißt, wir brauchen ausreichend Wohnungsbau. Das ist eine Maßnahme, die sinnvoll ist. Dann brauchen wir ausreichend Geld für die Kommunen, dass die ausreichend Kita-Plätze zur Verfügung stellen können. Dann brauchen wir ausreichend Schwerpunkte in den Ländern, dass die
genügend Lehrer einstellen können. Dann brauchen wir eine vernünftige Bezahlung der Menschen, die Deutschkurse anbieten. Erstens brauchen wir ausreichend und zweitens müssen die endlich vernünftig bezahlt werden, was sie bis jetzt nicht gemacht werden. Und diese Liste ließe sich ganz, ganz lange fortführen. Aber das, glaube ich, ist nicht das zentrale Problem, sondern das zentrale Problem ist, dass die Bundesregierung nicht weiß, ob sie das Problem lösen will oder im Grunde das Problem weiter aufschieben, um damit den Abschreckungseffekt zu erzielen, den sie haben will. Nämlich, sind wir doch mal ehrlich, weder Herr de Maizière noch Herr Seehofer will eigentlich die Situation, wie sie so ist. Und deswegen wollen sie und können sie sie auch nicht bewältigen. Herr Leggewie, direkt dazu oder auch an Sie vielleicht die Frage, die ich wirklich für die wichtigste halte, was muss passieren? Die Dinge, die gerade genannt worden sind, mit viel Beifall bedacht, sind alle richtig. Wir haben so eine Mischung hier. Auf der einen Seite machen wir ein bisschen Keynes, das heißt, wir erweitern den Staatsapparat, machen mehr Beschäftigung für, ist alles richtig. Das war eben in den letzten 30 Jahren nicht en vogue, dass der Staat sich verschuldet hat für Zukunftsinvestitionen. Das wird sich ändern. Ich habe dem Dani vor Monaten geschrieben, die schwarze Null ist vorüber. Ja, so. Dann haben wir die andere Seite, die Zivilgesellschaft, die etwas tut. Ne? Das haben Sie ja sehr richtig gesagt. Wir müssten mal nicht nur überreden, sondern mal mit und mal gucken, wie die Situationen konkret sind. Und ich denke, da ist der Schlüssel für die Lösung, die wir jetzt haben, weil die Flüchtlinge sind nicht die Flüchtlinge. Die Situationen in den Orten in der Bundesrepublik sind von Ost nach West, von Stadt nach Land, von Großstadt zu Mittelstadt völlig unterschiedliche. Und wir brauchen eine Betrachtungsweise der Herausforderungen, die ein bisschen differenzierter ist. Es ist vollkommen richtig, dass wir mehr Sozialwohnungen brauchen. Es kommt sehr darauf an, ob das so geschieht. Das ist eine Frage, mit der wir uns sehr intensiv auseinandersetzen im Moment, ob das so geschieht, wie es zum Beispiel in Hamburg passiert oder wie es zum Beispiel in Berlin passiert. In Hamburg ist die Lösung große Wohnkomplexe. Also stellen Sie sich bitte die Bidonville, die Banlieue in Frankreich vor. Das möchte die Hamburger SPD jetzt gerade imitieren, damit dann die Flüchtlinge gewissermaßen alle in eine, ne, ist ja dringend und muss ja was geschehen und wir brauchen Wohnungen. Und dann tut man dann da noch ein paar sozial schwächere Schichten aus der sozusagen deutsch-deutschen Bevölkerung rein, dann können Sie sich weiterhin ausdenken, wie die Situation in den Bidonville bzw. der Banlieue so aussieht. Da war es nämlich genauso. Da haben sich Leute Eigentumswohnungen gekauft, die kamen dann zusammen in den roten Bezirken mit den Einwanderern und da ist dann der Front National heute besonders groß. Also es geht darum, praktikable, nachhaltige Lösungen zu schaffen, die jetzt auch zum Beispiel sehr unterschiedlich deutlich macht, über wen reden wir denn? Wir haben exakt die Flüchtlinge, die aus dem Krieg kommen, teilweise traumatisiert, der Begriff ist überhaupt noch nicht gefallen, das ist aber so. Und die haben keinerlei Gedanken, ja, wie muss ich mich hier integrieren, sondern wie überlebe ich hier. Es gibt in demselben Flüchtlingsheim, in einem mittelhessischen Dorf, in dem ich mich dann so umtue, wo in der Nachbarunterkunft Afghanen leben. Die kommen auch nicht hierhin, weil sie es hier besonders attraktiv, weil sie Afghanistan eigentlich nicht verlassen müssen und hier einen besseren Job haben. Aber die kommen schon mehr als Wirtschaftsflüchtlinge, in Anführungszeichen. Also mit anderen Worten, für diese beiden Gruppen, die übrigens sehr stark miteinander im Streit liegen können, ja, gibt es schon sehr unterschiedliche Lösungen, wie man hier weiterverfährt. Worauf ich raus will, damit das kurz ist, ist, es gibt sehr viele Flüchtlingssituationen, wo junge Familien nach Deutschland gekommen sind und diese Familien müssen nicht unbedingt nach Berlin. Die können wirklich nach Brandenburg, die können wirklich nach Sachsen-Anhalt, um das Schlimmste hier Ihnen zu versprechen, die können wirklich nach Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, nämlich dort, wo wir ländliche Gebiete haben, in denen die Schulen geschlossen wurden, in denen es keine Kindergärten mehr gibt, weil wir einen demografischen Schrumpfung hatten. Und für diese Gegenden jetzt vernünftig gemacht auf der kommunalen Ebene, wäre das das Beste, was passieren kann, dass dort Flüchtlinge, die bleiben möchten, sich langfristig ansiedeln, auch wenn sie in 5 Jahren oder in 10 oder in 15 wieder nach Aleppo zurückgehen sollten. Junge Männer, die alleine kommen, ja, die kannst du nicht aufs Land schicken. Ja,
die müssen woanders hin, aber sozusagen dieses Pi mal Daumen-Verfahren, was wir haben, oder Schema-F-Verfahren, das muss sich ändern. Und das geht über eine sehr raffinierte kommunale Politik, die gleichzeitig die Zivilgesellschaft nicht nur als Willkommenskultur, sozusagen macht mal für uns, sondern auch als Akteure, als politische Akteure nimmt. In einer Schule, eine Schule ist heute eine Bildungseinrichtung. Die einen werden sozusagen globalisierungstauglich gemacht, die anderen werden sozusagen stillgestellt, damit sie nicht kriminell werden. Das ist sozusagen die Bandbreite der Situation in Schulen. Die Schule ist aber keine reine Bildungseinrichtung. Das ist das, was die Mittelschichtseltern nervös macht. Mein Kind, ich kenne das sehr gut, Frau Gauss, also ja, mir ist das sehr bekannt. Ja. Das macht uns nervös, weil wir natürlich denken, die hängen irgendwann ab. Ja. Die müssen dann da Sprache lernen und sonst irgendwas. Es gibt eine Berufsfachschule in dem Ort in Mittelhessen, wo ich mein Leben überwiegend verbringe. Das ist eine Berufsfachschule, wo die dort anwesenden Migranten den minderjährigen, unbegleiteten Flüchtlingen Deutsch beibringen. Das sind so Sachen, sehr minimal jetzt, die man sozusagen extrapolieren, hochrechnen muss. Das sind die Situationen und dafür brauchen wir, das ist jetzt wiederum die Erfahrung, Verwaltungen, kommunaler, Landes-, auch Bundesverwaltung, die sich mit sowas mal auseinandersetzen, mit einer anderen Form des Wohnungsbaus. Nicht sagen sozialer Wohnungsbau, das haben Sie nicht gemeint, aber sozusagen Schema F, sondern die sagen, welche Wohnungen wie. Es gibt in Hannover fantastische Architektenteams, die sagen, nicht neu bauen, da oder da oder da, sondern reinbauen, draufbauen, dazwischenbauen. Ja? Das sind die Lösungen, die im Moment gebraucht werden. Und das ist die Chance für eine deutsche Gesellschaft, die sehr, sehr müde geworden ist, die sehr, sehr routiniert geworden ist, die sehr, sehr reich geworden ist, die eigentlich gar nicht mehr so genau weiß, was passiert in den 10, 20, 30 Jahren hier. Das heißt, hier wird Unternehmensgeist, Unternehmergeist auch gemacht. Hier werden Verwaltungsmenschen, können wieder Fantasie entwickeln, wie sie mit Notstandssituationen, mit Ausnahmesituationen reizvollerweise umgehen können. Das müssen wir jetzt lernen in den nächsten 2, 3 Jahren. Und dann wird das hier ganz wunderbar funktionieren. Super. Meine Damen und Herren, diesen Schwung, finde ich, sollten wir mitnehmen. Und Sie können sich gedanklich jetzt vielleicht darauf vorbereiten, wer eine Frage stellen möchte, der kann dies tun gleich. Ich stelle jetzt hier noch so 1, 2 Fragen auf dem Podium. Aber wer möchte, bringe sich in Position. Wir haben im Saal, glaube ich, 2 Mikrofone stehen, wenn ich das von hier oben sehe. Eins ist da so auf halber Höhe und eins ist hier. Sie müssen sich da wirklich anstellen, wenn Sie möchten. Also man muss sich da vorstellen, dann sehe ich das auch, dass da jemand fragen will. Und ich fände toll, wenn wir hier das tatsächliche Prinzip der Quotierung durchhalten, also wenn wir versuchen, Mann und Frau abwechselnd zu berücksichtigen. So wie hier auf dem Podium. So. Es hat eine Frau abgesagt, Bettina, das noch. Und wir hatten eigentlich vorher noch verabredet, dass Bettina die doppelte Redezeit bekommt. Das haben wir auch nicht durchgehalten bis jetzt. Ne? Also, wenn Sie Fragen haben, stehen Sie auf und stellen Sie sich vor die Mikrofone. Ich habe noch eine Frage an Herrn Abdul Karim. Und zwar möchte ich nochmal die Perspektive drehen. Wir haben jetzt sozusagen gehört, was vielleicht passieren müsste. Und ich frage Sie nochmal, was erwarten Geflüchtete, die sozusagen jetzt in einer Neuköllner Turnhalle sitzen zum Beispiel, also da gibt es bei mir um die Ecke eine und die ist seit Monaten voll belegt mit Menschen und da gibt es ja nicht nur Traumatisierte, die konkrete ärztliche Hilfe brauchen, sondern da gibt es auch durchaus eben junge Familien, die dachten, sie könnten hier in Deutschland vielleicht schnell arbeiten oder es gibt junge Männer, die platzen vor Energie und brauchen dringend was zu tun und die verzweifeln an bürokratischen Hürden. Was sind da Erfahrungen, die Sie, also die Ihnen die Leute erzählt haben? Was Sie erwarten? Sie erwarten, dass Sie ein Teil dieser Gesellschaft werden. Viele lernen ja schon Deutsch, besuchen die Integrationskurse, dann wollen Sie gerne dann irgendwann mal auch arbeiten, die Kinder zur Schule gehen, so wie jede Familie sich das letztendlich auch wünscht, wenn sie in ein neues Land ankommt. Und ich glaube, was viele sich wünschen und hoffen, dass sie auch menschenwürdig behandelt werden. Ich glaube, das ist es. Die haben das satt von da, wo sie waren, wie sie behandelt worden sind. Und das wollen sie hier nicht nochmal erleben. Aber man muss natürlich auch wir haben jetzt nur so
Also über eine Seite geredet, man muss natürlich auch sagen, dass es sehr viele Herausforderungen geben wird, auch von Seiten der Flüchtlinge, sich hier zu integrieren. Die gibt es, die muss man auch ansprechen, um langfristig auch was zu erreichen. Das ist viele, da wird die Religion bei manchen doch eine Rolle spielen. Da wird doch eine Rolle spielen, was sie von der Gesellschaft hier annehmen und was nicht. Da wird eine Rolle spielen, wie weit sie sich auch einbringen wollen. Das ist auch eine Diskussion innerhalb der, sage ich mal, der Community unter Flüchtlingen oder unter Arabisch Sprechenden, mit denen ich am meisten spreche. Dass sie auch sagen, wie weit gehöre ich denn hierher, was kann ich denn machen? Wohne ich doch in einer Umgebung, wo mehr Muslime, wo mehr arabischstämmige Leute sind, und ich habe doch auch genau wie der Deutsche, sage ich mal, Angst hat vor den Flüchtlingen oder ihn ein bisschen nicht kennt, ist es ja umgekehrt ja auch so, umso wichtiger, dass man halt frühzeitig letztendlich Politik und Gesellschaft dann auch handelt. Aber das erlebt man auch. Ich habe vor einer Weile ein Thema gemacht zum Thema Integration, also in der Sendung, und da wir jetzt auch in Deutschland zu sehen sind, beteiligen sich ja auch sehr viele arabisch sprechende Flüchtlinge auch an der Sendung und schreiben und so weiter. Und da habe ich auch zum ersten Mal gemerkt, okay, wie diskutieren Flüchtlinge, die hier angekommen sind, jetzt ohne zu pauschalisieren natürlich, zu Thema Integration. Und da habe ich auch gemerkt, dass es doch sehr viele Fragen gibt. Das heißt, der Islam, viele haben auch gefragt, was gehört es zu Deutschland für mich? Wie kann ich meine Religion hier ausleben? Was passiert denn, wenn meine junge Tochter ein bisschen älter wird? Darf sie an einem Schwimmunterricht? Also man muss beide Seiten sehen. Das ist auch innerhalb der Community diskutiert. Und da müssen wir auch in der Gesellschaft auch einfach ehrlich und direkt sein und nicht nur sagen, das sind nur Themen, die in den Medien stehen, sondern nein, die gibt es wirklich tatsächlich, und diese Diskussion hat man auch unter Flüchtlingen, auch untereinander. Alles klar, vielen Dank. So, jetzt fangen wir mit den Fragen an. Also wie gesagt, ich bitte das Prinzip einzuhalten, und wir sammeln, würde ich mal vorschlagen, vielleicht 3 bis 4 Fragen, und dann verteile ich die auf dem Podium und dann gehen wir noch mal rein ins Publikum. Fangen wir vorne mit dem Herrn an. Ja, also ich wollte noch mal auf den Beginn der Diskussion, auf die zurückkommen und mit einem Bekenntnis beginnen. Ich bin aus Tübingen und will dem Herrn Hofreiter aber in vollem Umfang Recht geben. Was Boris Palmer getan hat, war tatsächlich eine unsägliche rhetorische Figur zu nutzen. Und wer sich erinnern mag, der unsägliche AfD-Mann Höcke hat wenige Wochen vor Boris Palmer genau diese Figur benutzt, die Figur der gefährdeten blonden deutschen Frau. Und Boris Palmer ist ein erfahrener Mann, der dieses Interview nochmal zur Vorlage bekommen hat und diese Figur drin gelassen hat. Also es ist da nicht der journalistische Reflex notwendig, zu sagen, wir halten fest, Hofreiter hat gesagt, Boris Palmer lügt. Entscheidend ist, Boris Palmer hetzt. Möchten Sie auch? Ja, wunderbar, ist ein Statement. Dankeschön. Jetzt gehen wir, also Sie können auch Fragen formulieren, das sage ich ausdrücklich dazu. Und nein, das war jetzt nicht lustig gemeint, dass sozusagen Sie können beides tun. Ne? Statement ist in Ordnung, Frage ist in Ordnung. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken, und da steht eine Dame vorne, das trifft sich gut. Und vielleicht sagen Sie auch direkt, an wen Sie die Frage adressieren möchten. Meine Frage bezieht sich auf das Statement von Herrn Leggewi, dass wir eine total tolle Erfolgsgeschichte der Integration haben. Ich würde dem gefühlt auch zustimmen, aber ich würde sagen, auch darüber gibt es gerade eine Debatte in Deutschland. Und ich fände es irgendwie spannend, wenn Sie das noch mit Argumenten unterfüttern würden, warum Sie das so rein positiv deuten und nicht irgendwie an die Parallelgesellschaft denken oder die ganzen Communities, die sich nicht integriert fühlen. Und ich fände es aber auch spannend, die Meinung von den anderen Podiumsdiskutanten dazu zu hören. Und ich glaube, das ist ein bisschen schade, weil die Diskussion ja auf Deutsch war, haben wahrscheinlich nicht so viele Leute mitdiskutiert oder mitgehört, die nicht so gut Deutsch sprechen. Aber sie eine Frauenquote machen, finde ich es auch super, wenn es eine Quote gäbe für Nicht-Weiße, People of Color, Geflüchtete, die hier noch was sagen wollen. Das würde ihnen passen. Finde ich prinzipiell einen guten Vorschlag. Ich weiß nicht, ob ich das gedanklich jetzt hinbekomme, so eine komplizierte Quote zu managen von hier aus. Aber wir probieren es. Migrant haben wir auf dem Podium, sagt Herr Abdul Karim. Jetzt gehen wir mal auf die linke Seite. Bitte stellen Sie Ihre Frage oder sagen Sie Ihr Statement. Also sehen Sie, ich bin Migrant, also von daher passt das eigentlich ganz gut, dass ich jetzt die Quote hatte. Ich hätte nur, also meine Frage wäre adressiert speziell an Herrn Hofreiter. Ja? Und zwar
sehe ich schon irgendwie einen Kontrast zwischen dem, was die Grünen tatsächlich als Politik jetzt auch unter Rot-Grün wirklich gemacht haben und dem, wie sie sich hier gerade verkaufen. Ja, also, dass sie furchtbar, also, dass man Migranten furchtbar lieb hat und solche Geschichten. Ich muss dabei feststellen, dass die Politik ja tatsächlich auch der Grünen, ja, die hat ja mit der, zum Beispiel mit der Agenda 2010 auch sehr stark geringe Einkommen, also sozial schwache Menschen getroffen, wo wir als Migranten eben einen guten Teil von einnehmen. Ja. Ähnlich andere Sachen, also viele Utopien, die sie da versuchen zu verwirklichen mit etwa der Ökosteuer oder der EEG-Umlage. Ja. Diese Dinge treffen uns zwar nominal genauso wie auch hohe Einkommen, ja, nur relativ werden wir dadurch stärker belastet. Und ich wäre nicht nur das, also man sieht auch hier in Friedrichshain-Kreuzberg die furchtbar weltoffenen, toleranten Menschen, die dort leben, die Grünen Wähler, dass die sich in aller Konsequenz weigern, ihre Kinder mit Migranten zur Schule zu schicken und sich dann trotzdem hier hinstellen und sich verkaufen, als würden sie uns irgendwas Gutes wollen. Dabei fügen sie uns eigentlich bei jeder Gelegenheit Schaden zu. Und ja, es ist ja tatsächlich so. Und da muss ich mir doch die Frage stellen, wie Sie eigentlich darauf kommen, sich jetzt hier hinzusetzen und mir das zu verkaufen. Ja, wieso verkaufen Sie mir das hier? Starke These, Dankeschön. Lassen wir Ihnen gleich antworten. So, ich würde gerne noch eine Dame zu Wort kommen lassen und dann gehen wir wieder rauf aufs Podium. Ja, also jetzt steckt mir das Vorstatement noch in den Knochen. Aber ich habe gerade was gelernt und deswegen meine Frage an Herrn Leggevi. Sie haben diesen Begriff der Differenzierung benutzt und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Begriff. Ich bin eine der viel gelobten und was weiß ich, nicht gehätschelten Ehrenamtlichen. Ich unterrichte Deutsch in der größten Hamburger Erstaufnahmeeinrichtung und ich betreue eine Familie. Ich will als Ehrenamtliche nicht gelobt und sonst was werden, sondern ich möchte von den Behörden unterstützt werden in meiner Arbeit. Und das geht nicht nur mir so, sondern vielen anderen. Und deswegen meine Frage an Sie und auch an Sie anderen. Also was ich bei Behörden erlebe, das habe ich zum Teil von 89 auch auf DDR-Behörden erlebt. Also als würde ich irgendwas ganz Schreckliches wollen, wenn ich nur eine Nachfrage stelle. Ich kriege aber mit in den Einrichtungen, dass Menschen, zum Beispiel auch Kinder, die sind da seit 7 Monaten und es passiert nichts, außer ab und zu mal Transfer. Die haben also irgendwo gerade Wurzeln geschlagen, Freunde gefunden, dann werden die verschoben wie Stückgut, wie Container, weil hier ein Platz nicht und da Platz. Und so geht das immer weiter. Und auch Jafar, ich muss Ihnen sagen, leider machen gar nicht so viele Leute Integrationskurse. Das dauert nämlich ewig lange. Und ich möchte von allen von Ihnen wissen, wie können wir alle als Zivilgesellschaft sowas zum Beispiel öffentlich machen. Viele Leute denken, die Flüchtlinge, die sitzen da toll und werden verhätschelt von vorn und bis hinten. Das stimmt so nicht. Da gibt es zwar mal ein kreatives Malen, aber naja, das war's dann auch. Ich finde, da werden im Moment Talente verschleudert. Ich sehe, wie die Kinder blasser und verschlossener werden. Eigentlich müsste eine Stadt wie Hamburg 3 wahnsinnig intelligenten Grundschulkindern den roten Teppich hinlegen. Was machen Sie? Sie nehmen sie wieder aus dem gerade angefangenen Deutschkurs raus, schicken sie in eine Kaserne irgendwo in Mecklenburg, sagen, ist ja nur für 6 Wochen, dann kommt ihr wieder woanders hin. Das finde ich eine Sache, die muss man auch den Menschen, die immer, oh, die Flüchtlinge, denen wird alles hinten und vorne reingeschoben. Man muss das schon auch nochmal differenziert erklären und ich bin absolut für diese Differenzierung der Behandlung, sehe aber eigentlich da ganz wenig Tendenzen in die von Ihnen richtig geforderte Richtung. Vielen Dank. Ja, sehr skeptische Analyse. So, dann versuche ich das mal hier auf dem Podium einigermaßen zu verteilen. Wir hatten am Anfang die Frage, Deutschland als Migrationsgeschichte oder Deutschland als sozusagen Einwanderungsland. Da ging die Frage an Sie, Herr Leggevi. Sie hätten das relativ positiv geschildert, dass wir also hier deutliche Erfolge gehabt hätten in den letzten Jahrzehnten in Deutschland auch. Ist das wirklich so? Stichwort Parallelgesellschaften, reden Sie da die Lage etwas schön?
Mit Erfolgsgeschichte ist nicht gemeint, dass es in Deutschland nicht sehr lange gedauert hat, bis die von mir genannten Hauptgruppen sich, wie man so schön sagt, integriert haben. Damit ist nicht gemeint, dass es nicht in den 80er Jahren, in den 90er Jahren in Deutschland Pogrome oder pogromähnliche Geschichten gegeben hat. Das ist alles gemeint. Das heißt, eine Erfolgsgeschichte hat weder diesen Aspekt, alle sind im Konsens. Eine Einwanderungsgeschichte ist immer eine Konfliktgeschichte, immer. Und die wird es auch bleiben und es wird hässliche und grauenhafte Vorkommnisse geben. Das ist nicht gemeint, dass sozusagen ein idealer Modus gefunden werden könnte und dann funktioniert das. Es ist auch ein bisschen der Ausdruck dessen, worüber Frau Gauss mal geschrieben hat, unser Konsensbedürfnis. Das ist einfach, was Einwanderung betrifft, viel zu hoch. Also es gibt sozusagen Ideallösungen und wenn die nicht durchgesetzt werden, dann ist es keine gute Lösung gewesen. Ich rede vom Effekt her. Natürlich gibt es Parallelgesellschaften in Deutschland. Das ist ein sehr unseliger Begriff, den, glaube ich, auch aus der Heidmeier-Richtung gekommen ist, weil Parallelgesellschaften haben ein Doppelgesicht. Es sind die Parallelgesellschaften, die sich tatsächlich abschotten, die ihr eigenes Ding machen und die dann auch, sagen wir mal, Werthaltungen, Handlungsoptionen für speziell die Einwandererkinder bereitlegen, die grauenhaft sind. Das ist ganz klar, das ist der negative Aspekt von Parallelgesellschaften und die haben wir, weil wir nichts von Einwanderern verlangen wollten, viel zu lange hingenommen. Wir müssen, das haben Sie ja selbst gesagt, wir müssen auch von Einwanderern klare Kante zeigen. Das hätten wir öfter tun sollen. Es gibt Parallelgesellschaften, die amerikanische Gesellschaft ist voll von solchen, in denen genau das passiert ist, was eben beschrieben wurde. Wir kommen erstmal an und gehen erstmal zu denen, die wir kennen. Und dann bleiben wir dort auch. Und die deutschen Immigranten, von denen immer die Rede ist, die sind auch erstmal zu den anderen Immigranten gegangen und so weiter. Das heißt, es gibt viele türkische, griechische, süditalienische Dörfer, die noch heute quasi zusammenleben in bestimmten. Also ich will damit sagen, erster Punkt, Erfolgsgeschichte aus heutiger Sicht. Wir haben es hingekriegt und das ist ein großer Teil auch Leistung derjenigen, die hier hingekommen sind, dass sie sich nämlich assimiliert und angepasst haben, dass wir ein relativ auskömmliches Zusammensein, wir haben keinen Bürgerkrieg, wir haben keinen Religionskrieg gehabt, aber genau diese Dinge könnten drohen, wenn die Rechte mobil macht und wenn es eine islamistisch-dschihadistische Propaganda in diesem Land gibt, die auf der anderen Seite Propaganda macht. Ich möchte noch ein Wort sagen zur Differenzierung. Das wollte ich Sie bitten. Ich würde direkt auch die Frage, die Dame hier vorne gestellt hat, auch an Sie geben. Ja. Die ging auch an Sie. Und dann mache ich am Schluss, ja. Ich wiederhole die nochmal ganz kurz. Also im Grunde war es eine Dame, die ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe tätig ist und die sozusagen wirklich problematische Zustände geschildert hat und die gesagt hat, ein sensibler und differenziert agierender Behördenapparat, der sozusagen in jeder Kommune genau hinschaut, ist doch im Grunde eine Illusion. Also stattdessen werden die Talente verschleudert. Fragezeichen. Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass wir bereits eine differenzierte Flüchtlingspolitik haben, sondern ich habe gesagt, wir bräuchten eine. Das heißt, wir müssen uns sehr viel stärker in diese Richtung entwickeln. Und das ist ja jetzt keine Forderung, die wir an die Politik oder an die blöden Verwaltungen richten, sondern das ist etwas, an dem wir mitwirken müssen. Aber Sie haben völlig recht, ich weiß nicht, wo die Dame ist, die gesagt hat, so wie ich das erlebe in Hamburg und so erlebe ich es eben, ich bin weniger engagiert als Sie, eben selbst, dass wir es zu tun haben mit Verwaltungsbeamten, Angestellten, die sich unglaublich begriffsstutzig an den Königsteiner Schlüssel oder an was auch immer sie für Lösungen sozusagen von oben bekommen haben, halten und die sozusagen ihr Schema-F-Ding machen. Und wenn sich das auflösen soll, dann dadurch, dass sich die Grenzen zwischen die Verwaltung und die Zivilgesellschaft zunehmend in den Kommunen verflüssigen, indem also bestimmte Dinge ehrenamtlich gemacht werden, andere Dinge aber professionell übernommen werden und dann eben vor dem Hintergrund einer weit höheren Differenzierung und auch, sagen wir mal, Entroutinisierung, ja, das ist eigentlich der Ausdruck, das haben wir immer so gemacht, das läuft jetzt im Moment nicht mehr so, wir müssen uns auf die jeweiligen Situationen einstellen. Ein ganz letztes Wort noch zu der Quote, die eben genannt worden ist. Wenn man aus Einwanderungsgesellschaften etwas lernen kann, dann ist es das, dass es mit der Quotierung möglichst gering zu halten sei. Also Quotierung und Parallelgesellschaft hat nämlich mehr miteinander zu tun, als wir denken. Die amerikanische Politik ist sehr viel stärker in Richtung einer, dann kann man sagen, ethnisch-rassischen Quotierung gelaufen, als ihr gut tut.
Und das Ideal von Einwanderungsgesellschaften muss sein, eine politische Gleichheit vor dem Hintergrund unterschiedlicher ethnischer und religiöser Herkünfte. Und wenn das aus der Balance gerät durch Quotierung, dann kann das, außer natürlich im Fall der Frauenquote, zu ganz problematischen, nein, das meine ich, das war wichtig, nicht ironisch, dass Sie das war 100% ernst gemeint, aber bei ethnischen Quotierungen wäre ich ausgesprochen vorsichtig und kann das im nächsten Jahr bei der Taz, beim TazLab noch ein bisschen genauer ausführen. Vielen Dank. So, meine Damen und Herren, die Zeit rennt leider ein bisschen. Wir nähern uns den letzten 10 Minuten, 15 Minuten. Die dritte Frage, also wir machen noch eine Fragerunde, die gebe ich dann nochmal aufs Podium und dann machen wir eine Schlussrunde. Herr Hofreiter, es gab eine sehr scharfe Kritik an den Grünen. Ich sage nochmal zwei, drei Stichworte. Agenda 2010, Sie haben in Regierungsverantwortung im Grunde genau Druck auf die Gruppen ausgeübt, die Sie jetzt hier als toleranter Grüner in die Gesellschaft inkludieren wollen. Ist das so? Also verraten die Grünen, wenn sie an der Macht sind, ihre Ideale und tun sie hier nur tolerant? Also man könnte als Stichwort noch die Asylrechtsverschärfung hinzufügen, die die Grünen mitgetragen haben. Da ließen sich auch noch viele weitere Beispiele finden. Aber erstmal möchte ich noch was zur Erfolgsgeschichte sagen. Das finde ich nämlich das Spannendere. Nämlich bei allen Schwierigkeiten, aber wirklich die, kurz, bei allen Schwierigkeiten, die wir haben, ist trotzdem die Lage im Moment viel, viel besser als in der Vergangenheit. Dazu möchte ich eine Geschichte erzählen von mir persönlich. Ich bin in München in Giesing aufs Gymnasium gegangen. Das war damals ein bayerisch-staatliches Gymnasium. Das hatte den Namen Türkengymnasium. Und warum? Weil nämlich zur damaligen Zeit, das ist nicht ewig her, ich bin nicht 100 Jahre alt, also ist es nicht ewig her, dass ich Abitur gemacht habe. Zur damaligen Zeit war es so, wir hatten relativ viele junge Menschen, die aufs Gymnasium gingen, mit türkischem Migrationshintergrund. Und die CSU-Staatsregierung hat für diese Menschen extra Lehrer aus der Türkei eingeflogen, die kein Deutsch konnten, damit die nicht besonders gut Deutsch lernen, denn es sind ja Gastarbeiterkinder und man wollte diese, war ja klar, dass diese Menschen wieder zurück in die Türkei gehen. Und trotz dieser aller Negativmaßnahmen ist es diesen Leuten gelungen, sich gut in die deutsche Gesellschaft zu integrieren. Deshalb, wenn wir jetzt schon mal den Konsens haben, dass selbst die CSU sagt, dass Menschen, die zu uns kommen, Deutsch lernen sollen und dürfen, ist es im Vergleich zu vor 25 Jahren ein irrer Fortschritt. Nämlich damals haben wir es geschafft. Damals haben wir es geschafft, die Menschen zu integrieren, obwohl die Regierungsmehrheiten es oft nicht wollten. Vielleicht gelingt es uns dann, es zu, hinzukriegen, trotz aller behördlicher Schwierigkeiten, die ich teile, es hinzukriegen, wenn wir es wollen. Also ich meine, manche sagen dann, wenn wir es wollen, kriegen wir es schlechter hin, als wenn wir es nicht wollen. Aber das ist mir zu viel böser Blick auf unsere Behörden. Aber das dann ist die richtige Überleitung zu der eigentlichen Frage. Also wenn Sie es dann Frage, machen, kriegen Sie es dann vielleicht nicht hin. Also zu der eigentlichen Frage. Da könnt ihr jetzt ganz locker antworten, Agenda 2010, das habe ich schon so oft beantwortet. Ja, ich war damals, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war ich da Doktorand und war überwiegend im peruanischen Regenwald unterwegs. Deswegen fühle ich mich nicht so ganz persönlich verantwortlich für die ganze Geschichte. Aber man muss sich halt eins darüber im Klaren sein, dass wenn man linke Politik macht unter herrschenden Bedingungen, wenn man linke Politik versuchen will, im Kapitalismus durchzusetzen, wenn man linke Politik durchsetzen will in der Globalisierung, dann muss man verdammt viele Scheißkompromisse machen. Nämlich, es ist noch viel schlimmer, wenn man nur in der Opposition ist und da kann man viele tolle Sachen machen und das Leben ist auch nicht so schlecht und man kann spannende Reden halten und so weiter. Aber wenn man an der Regierung ist und nicht gerade zufällig 51% an der Regierung hat und wenn man nicht auch noch zufällig 51% im Bundesrat hat und wenn nicht auch noch zufällig die gesellschaftliche Mehrheit komplett hinter einem ist, dann wird man verdammt nochmal viele unangenehme Kompromisse machen, um trotzdem aber einiges zum Besseren zu bewegen. Und ich bin mir sicher, und da könnte ich jetzt ganz viele Beispiele aufzählen, dass zwischen 98 und 2005, die 7 Jahre, wo Rot-Grün regiert hat, verdammt viel gesellschaftlich, auch wenn ich persönlich nicht dabei war, sondern damals Truppenbotaniker, verdammt viel zum Positiven verändert worden ist. Und ja, da ist auch viel Scheiß gelaufen. Das gebe ich dem Kritiker vollkommen recht. Okay. Da ist sicher auch viel Scheiß gelaufen. Aber in der Summe haben sie trotzdem das Land ins Positive modernisiert. Reden Sie sich bitte nicht. Nein, ich,
Ich finde das ehrlich gesagt immer Quatsch, wenn man demokratische Politik nicht schlechte Kompromisse aufmacht. Reden Sie sich jetzt bitte nicht noch weiter in Rage, dann platzt mein Zeitplan. Doch, weil nämlich Demokratie auch von Wut lebt, weil Demokratie auch von Leidenschaft lebt und weil Demokratie auch davon lebt, dass man einfach unterschiedlicher Meinung ist und sich gegenseitig auch mal die Meinung entsprechend sagt. Alles klar. Und ich bestreite überhaupt nicht, dass bei Rot-Grün manches schiefgegangen ist. Das bestreite ich nicht. Aber diese Aussage, wenn nicht alles gut ist, ist alles schlecht. Diese Aussage beschreibe ich. Aber zur Demokratie. Aber nur kurz. Aber zur Demokratie gehört auch dazu, dass der junge Mann auch eine Antwort bekommt. Das heißt, ich habe nicht bestritten, dass die Agenda 2010 in manchen Teilen schlecht war. Das habe ich nicht bestritten. Das habe ich nicht bestritten. Das ist der junge Mann. Sie stehen da noch. Ne? Wollen Sie kurz sagen, ob Sie sich befriedigt fühlen durch die Antwort, die Herr Hofreiter gerade vorgetragen hat? Das ist übrigens der. Technik, kann da jemand das rechte Mikrofon freischalten? Da scheint es ein Problem zu geben. Man muss ja dazu schon feststellen, dass Sie diese Partei unterstützen, doch in dem Wissen, dass sie das getan hat, ja, also in der Vergangenheit, nicht wahr? Und ich muss mir ernsthaft die Frage stellen, also wo war da eigentlich der Kompromiss für diese Akademikerkinder, wie sie hier sitzen? Ja? Durch die Agenda 2010 hat das ärmste Fünftel der Bevölkerung um über 22% seines Einkommens verloren. Ja? Und Sie erzählen mir was von Kompromissen. Diese Leute hier, diese ganzen Akademikerkinder, mussten nichts bezahlen. Ja? Wo ist der gottverdammte Kompromiss? Ich glaube, das würde jetzt zu weit führen. Ich möchte nicht in die Tiefen der Agenda 2010 hier noch einsteigen. Also ich stelle auf jeden Fall fest, wir haben hier einen Wutbürger unter uns, Herr Hofreiter. Also nochmal herzlichen Dank für diese ja wahrscheinlich nicht unkalkulierte Wutrede. Und jetzt möchte ich noch mal eine Fragerunde ins Publikum geben. Wir machen das wie gerade eben. Wir sammeln 4 Fragen und verteilen die dann auf dem Publikum, auf dem Podium und dann sind wir auch schon am Ende. Bitte schön. Guten Tag. Mein Name ist Regina Hunke. Ich komme aus Dortmund, aus dem Ruhrgebiet. Also, und arbeite zudem, also ich pendle immer nach Düsseldorf. Ich lebe auch in Dortmund, Herr Legewi, und arbeite in Düsseldorf, in der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen, im Integrationsministerium. Was ich nochmal auf den Punkt bringen wollte, ist das, was die Kollegin eben vom Ehrenamt erzählt hat. Es gehört auch noch zu unserer Kultur dazu, unserer Demokratie, eine Streitkultur, eine konstruktive Streitkultur zu entwickeln. Und ich glaube, da ist noch viel zu tun. Und wir tun das in Dortmund, indem wir uns nicht nur mit den Neonazis da rumschlagen und versuchen zu verhindern, was da noch zu verhindern geht, sondern eben auch, indem wir mit den Politikerinnen der Stadt uns auch darüber streiten oder auch konstruktiv auseinandersetzen und auch viele Dinge positiv zusammen machen, um die Menschen, die nach Dortmund kommen, aus den verschiedensten Ländern dieser Welt, eben in dieser Stadtbevölkerung so aufzunehmen. Und gleichzeitig streiten wir uns aber auch nochmal mit denen. Eine konstruktive Konfliktkultur bedeutet ja eben auch, und wir, damit meine ich das Projekt Ankommen, das ist ein Projekt, da sind 360 Leute aktiv dabei, bei diversen Dingen zu helfen, sowohl beim Umzug in der Wohnung, die Möbel zu schleppen, Deutschkurse zu organisieren und viele andere Dinge, kann man im Internet nachgucken, projekt-ankommen.de. Und es gibt 100 ehrenamtliche Vormünder in Dortmund, die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, die 1500, die wir in der Stadt haben, möchten Sie eine Frage stellen? Und ich also möchte die Frage dann stellen, wenn ich meine, das, was ich Ihnen zu sagen habe, wenn ich damit fertig bin, da ist bin ich sofort, also das noch auf den Punkt zu bringen, die Streitkultur zu entwickeln und auch mit den jeweiligen Politikern vor Ort und dann das weiterzuentwickeln, worum es jetzt gerade konkret geht, da würde ich gerne wissen, ob Sie uns auf dem Podium in den verschiedensten Rollen, in denen Sie da sitzen, vielleicht auch dabei helfen könnten, das dann eben konstruktiv auch weiter voranzutreiben, weil darum geht es ja auch, um zum Positiven zu kommen, in unserer Willkommenskultur die weiter voranzutreiben. Wunderbar, vielen Dank. So, dann da vorne direkt noch eine Dame, bitteschön. Ganz kurze Frage. Ich habe das Gefühl, oder mir scheint, dass die guten Ideen und die ganze Diskussion immer nur von Intellektuellen getragen wird und dass diese Ideen
gar nicht bei den Leuten ankommen, bei denen sie eigentlich ankommen sollten, um was zu verändern. Ist das so? Wenn ja, was kann man machen, um zu diesen Leuten zu kommen? Nämlich zu diesen Leuten, die bei Pegida mitlaufen, die die AfD wählen und so weiter. Kein Bild, ja. Vielen Dank, das ist eine sehr gute Frage. Gut, also hören kann ich Sie schon mal. Der Herr hinter Ihnen noch. Ja, grüß Gott, ich komme aus dem Land des Wutbürgers Toni Hofreiter. Ich bin dort ehrenamtlicher Kommunalpolitiker und im Helferkreis aktiv als Pate von einer syrischen Familie. Das Thema Integration und Wohnen. Ich habe das vorher mitbekommen, wo das Thema angesprochen wurde, ist sozialer Wohnungsbau. Bloß das dauert, bis das mal soweit ist teilweise. Bei uns sind es erst in Planung, also das wird erst in einem Jahr was werden. Was mir wichtig ist, es gab 2011, gab es bundesweit den Zensus. Da wurden bundesweit leerstehende Wohnungen erhoben. Bloß eine Größenordnung, dass Sie sich das vorstellen können. Ich komme aus einer Kleinstadt mit 13.000 Einwohnern, da sind 163 leerstehende Wohnungen erhoben worden. Bei uns im Landkreis mit 113.000 Einwohnern sind 1900 leerstehende Wohnungen vorhanden. Und der Herr Leggewi hat darauf hingewiesen, finde ich ganz gut, man sollte mit dem Wohnen in die Stadtviertel reingehen, man sollte an die Bevölkerung reingehen. Und darum hätte ich die Bitte, dass Sie das vielleicht in Zukunft auch immer im Zuge des Wohnungs, des sozialen Wohnungsneubau auch darauf hinweisen, dass es aufgrund von der gesamtgesellschaftlichen Aufgabe Integration auch in Richtung leerstehende Wohnungen gehen würde bei Häusern oder leerstehende Häuser. Die brauchen wir nämlich sehr Vielen dringend. Dank. Ja, Dankeschön. Ein Statement, keine Frage. So, dann trifft es sich gut. Wir haben noch eine letzte Fragerin. Sie haben die letzte Frage des Nachmittags. Super. Bitte schön. Ich schließe mich an meine Vorrednerin an dem anderen Mikrofon an. Und zwar die Frage, wohin richtet sich unser Unmut, unser Widerstand? Und meine Frage geht nicht in die Richtung, wie kommen wir bei den Leuten bei Pegida an, sondern wie kommen wir bei den Verantwortlichen in der Politik, in der Wirtschaft und so weiter an. Und ich überlege mir, im Prinzip muss die Masse dort die Macht haben. Und weltweit gibt es so viele verschiedene Gruppen, friedenspolitisch, die ganze Kairo-Geschichte, die Kirchen jetzt, die ganzen linken Leute, die alle in die richtige Richtung arbeiten, sich ehrenamtlich einsetzen, sich auf die Straße stellen und viel Leid erdulden. Kann man diese Kraft, die so verstreut ist, bitte nicht bündeln, damit sie sichtbar wird? Sichtbar bei diesen Verantwortungsträgern, ich muss ein bisschen leise reden, weil die Veranstaltung hier noch läuft. Wahrscheinlich hören Sie den Veranstaltungston auch noch parallel. Diese unmöglichen Verträge unterschreiben und so weiter. Ja. Gibt es da nicht eine Möglichkeit, Kraft zu bündeln, sichtbar zu machen, um in diese die Richtung umzudenken? Die Tonqualität ist erstmal in Ordnung. Sie könnten noch bei einem Gerät das Video ausschalten. Gute Frage. Ja. Jetzt im Moment sehe ich zwei Bilder. So, ich bitte jetzt wirklich die Diskutierenden auf dem Podium um kurze Antworten, weil wir uns schon im kritischen Bereich bewegen und ich bin auch der Moderator der nachfolgenden Veranstaltung, habe also ein Interesse, dass das hier pünktlich und geordnet zu Ende geht. Die erste Frage der Dame aus Düsseldorf, Mitarbeiterin Integrationsministerium, die kreiste um das Thema Streitkultur. Also sie berichtete von diversen Problemen, die es da in der Stadt gibt, in der Absprache miteinander. Und die Frage war, gehört zur Demokratie Streitkultur und wenn ja, haben wir da vielleicht ein Problem oder muss man diese Streitkultur anders? Die Veranstaltung hier geht auch dem Ende entgegen, dann würde ich die Kamera schon mal einrichten. Darf ich vielleicht was zu sagen? Ja? Also auf jeden Fall gehört es dazu, wir sollen ja diskutieren und alles klar. Bis gleich. Weiterhin diskutieren und unterschiedliche Meinungen dazu gehört ja dazu. Also es ist für mich selbstverständlich, dass wir alle Meinungen hören sollen und für mich als Journalist sowieso, dass ich immer versuche, beide Seiten zu hören und mit beiden Seiten zu sprechen, egal wie, warum. Also kurz gesagt. So, dann hatte die Dame hier vorne rechts eine Frage, die sehr interessant ist. Also sie sagte im Grunde, es gibt viele, viele gute Ideen und wir führen ja im Grunde hier alle auch ein bisschen einen Elitendiskurs. Ne? Wir sind alle irgendwie in den Medien tätig oder wissenschaftlich tätig. Und also die Frage war, muss man versuchen, nicht sozusagen aus diesem intellektuellen Diskurs die normalen Menschen zu erreichen stärker? Also gibt es da sozusagen irgendeine Art von
Kommunikationsproblem, warum die guten Ideen bei vielen normalen Menschen gar nicht ankommen. Also das berührt ja zum Beispiel auch unsere Rolle als Medien oder als Journalisten. Bettina, die Frage würde ich an dich richten. Ja, und ich würde es gerne, wenn du erlaubst, verbinden, wie ja auch die Dame, die als Letzte gefragt hatte, es ebenfalls verknüpft hat mit dieser Frage. Also ich denke, man muss da, darf sich auch nicht in die Tasche lügen. Schon als ich studiert habe, war irgendwie das, Politologie war der klassische Satz, eine Minderheit in der Gesellschaft verbringt ihr Leben damit zu beklagen, dass sich die Mehrheit der Gesellschaft nicht engagiert. Daran hat sich im Prinzip nicht viel geändert. Also es ist, man kann Leute auch nicht zwingen, auf Veranstaltungen zu gehen, sich sowas hier anzuhören, die FAZ zu lesen, wenn man sie denn für ein Blatt der Intellektuellen halten will. Man kann sie leider nicht mal zwingen, die Taz zu lesen, obwohl ich das echt bedauere. Aber ich denke auch, also man kommt gar nicht dran vorbei, dass man einen bestimmten Teil der Gesellschaft schwer erreicht. Nicht gar nicht, aber schwer. Und es ist auch, gibt ein Recht, sich für Politik nicht zu interessieren. Ich finde, das ist auch etwas, was man in diesem ganzen Diskurs nicht übersehen soll. Anders ausgedrückt muss ich aber auch sagen, die vielgeschmähten Talkshows, wo alle Leute immer sagen, ach Quasselbude und was kommt da schon raus, befördern nach meinem Eindruck auch eine Politisierung. Nicht jede Einzelne und nicht jede ist gut, aber die haben Quoten, wo ich auch denke, Fernsehen kann auch Leute erreichen, die sonst unter Umständen nicht zu erreichen sind. Ich finde aber auch, also ich bin da auch immer nicht so schnell fertig mit der Geschichte, ach, das ist ja alles böse. Jetzt weiß ich noch, dass ich auf diese Frage antworten wollte und weiß nicht mehr, wie sie war. Ich stelle sie und du kannst antworten, aber kurz. Und ja, du, ich meine, eben kamen wir beide überhaupt nicht zu Wort. Jetzt lass uns wenigstens die kurze Antwort geben. Ja, absolut. Ja? Danke. Die Frage war verkürzt, wohin richtet sich unser Unmut? Also die Dame hat geschildert, dass es tolle ehrenamtliche Engagement an vielen Stellen gibt und kann man das nicht irgendwie bündeln und sichtbar machen, damit es auch ankommt bei der Politik, bei der Wirtschaft und so weiter? Das finde ich eine sehr wichtige und interessante Frage und jetzt mache ich mich zum Schluss der Veranstaltung hier wahrscheinlich wirklich unbeliebt, aber ich tue es gern. Dieses Ehrenamt, was wir mit Recht loben und preisen und was ja im Moment auch nötig ist, weil auch in der Tat die staatlichen Stellen nicht gut genug funktionieren, aber das hat natürlich auch einen gefährlichen Januskopf. Es kann hat auch was, die birgt in sich die Gefahr, dass es was rein Karitatives und Entpolitisiertes sich dadurch entwickelt. Und dass die Leute, die jetzt, und ich bin froh für jeden Ehrenamtlichen und jede Ehrenamtliche, die Deutschunterricht geben. Aber ich habe auch selten bei einem Thema, das in der Gesellschaft so engagiert und heftig diskutiert wird, so wenig politische Kanalisation auf zentrale Fragen erlebt. Also es finden Demonstrationen statt gegen Pegida, klar. Aber es gibt im Grunde genommen keine politische Forderung, die sich, jetzt greife ich das auf, was du vorhin gesagt hast, das linksliberale Milieu zu eigen macht und sagt, das fordern wir. Damit gibt es eine Massendemonstration in Berlin, wo gesagt wird, das muss geschehen, das muss geschehen, das muss geschehen. Sondern so sehr ich die Hilfsbereitschaft und das Engagement eines großen Teils der Bevölkerung toll finde, so sehr sehe ich auf der anderen Seite die konkrete Gefahr der Entpolitisierung des Themas, gerade seitens des Milieus, das hier sitzt. Vielen Dank. Liebe Leute, ich muss leider die Veranstaltung schließen. Wir müssen nämlich für das nächste Podium ein paar technische Feinheiten vorbereiten. Deswegen hoffe ich, Sie konnten ein paar Erkenntnisse gewinnen. Ich danke Ihnen, dass Sie hier waren. Mein Dank geht ans Podium. Herr Leggevi, schön, dass Sie da waren. Herr Hofreiter, vielen Dank. Bettina, es war eine Freude wie immer. Und Herr Abdul Karim, toll, dass Sie da waren. Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Tschüss.